Einen wunderschönen guten Morgen. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Battle Brothers, zu meinem Let's Play. Wir sind bei Tag 167, was echt spät ist. Und vor allen Dingen ist dann, sollte auch bald das Ende des Heiligen Krieges anstehen. Wir würden nicht mehr weiterspielen. Also nach dem Heiligen Krieg, weil ich will zum Beispiel den 365 Tage Achievement und sowas haben und ich würde gerne eigentlich noch eine andere Late Game Crisis sehen. Und ich muss mal kurz wieder reingucken. Wir haben gerade kurz gesehen, ich habe seit einer Woche nicht gespielt, deswegen muss ich kurz gucken. Und stimmt, wir hatten zuletzt die Ambition Fulfilled, 6 hochwertige Rüstungssachen zu haben, was richtig, richtig gut ist. Weil wir dann sowas wie ihn hier haben, der irgendwie mit einer 230er Rüstung und einem 250er Helm rumläuft und deswegen einen Zweihand-Cleaver haben darf. Inklusive Perk, der deswegen schon ordentlich Leute aufschneiden kann. Ihm fehlt nur ein bisschen Initiative. Was vollkommen fein ist. Wir haben inzwischen, wir haben ihn zur Sacred geholt. Adventurous Noble, der ist auch schon Level 5. Also wir haben ein paar Kandidaten, die wir glaube ich ganz gerne zu Kultisten machen wollen würden. Den Brawler auch. Achso. Hier haben wir wieder einen Klumpfuß. Der Klumpfuß ist schon echt unangenehm. Den musste eigentlich Pathfinder geben, weil sonst kann der schon auf normalem Bereich echt beschissen laufen. Auf normalem Gelände. Einfach, also Pathfinder konnte das ja. Weil es ist genau um 1 reduziert und das hier erhöht um 1 AP. Potenzial ist sexy jemand, den wir nicht dabei haben wollen, auch wenn er bloodthirsty ist, aber der ist auch Trunkenbold, also. Ne? So, da würde ich lieber einen anderen hochleveln. Sonst haben wir, glaube ich, fast. Also, wir haben jetzt gerade in der Aufstellung echt. Da ist noch ein Armhand. Bloodthirsty Farm, das ist Xeli. Stimmt, der hat auch schon. Der hat unglaublich viel Ausdauer gehabt. Der hat nämlich jetzt auf Stufe 6 schon echt schwere Sachen an. Er hat aber auch schon Brawny, aber noch kein Battleforge, was er als nächstes kriegen würde. Um noch besser zu tanken. Bandelieder ist kurz vor Level 11. Der Nimble Tank. Xander Kaltist. Ja, der ist halt in der Collapse lang ein bisschen problematisch inzwischen. Der hat halt keine Fatigue mehr für irgendwas. Um einmal zustechen braucht aber doch plus 12 Fatigue. Und wir ab und zu wieder zweimal zustechen können, aber selten für Berserk. Von daher ist das, glaube ich, relativ fein. Er baut wahrscheinlich nicht allzu viel Fatigue auf mit 40. Also wirklich Maximum hat er E24 plus ein bisschen Laufen. Also, das denke ich, sollte noch okay sein. Und vor allem ist unser Bannerträger mit 122 Resolve. Das ist eine seiner Hauptaufgaben. Ist halt so. Achso, und Damage hat er sowieso nicht so viel. Genau, nochmal Sono. Das ist neben Ben unser Dream Team da vorne. Der halt fett tanken kann. Der bloodthirsty ist. Deswegen hat er einen Cleaver bekommen, um Leuten die Sachen abzuschneiden. Und der schon ein bisschen vom Kopf gefallen ist. Aber trotzdem kurz vor Level 11 steht. Oder bald Level 11 ist, das nächste Level up. Jean ist auch ein Kultist. Der ist aber noch bisher nur okay. Den haben wir weder Dodge noch Nimble noch irgendwas in der Richtung gegeben. Ich glaube, wir haben ihn gelevelt für Battleforge bei den Sachen, die er anhat. Oder wir haben einfach die fetten Sachen gegeben und gesagt, wir machen das dann später. Aber ich glaube, haben wir die Innie von ihm mitgenommen? Ich glaube nicht. Noch ein Kultist ist der Njushka, der ist auch schon Level 10. Stimmt, das war unser Dagger Overwhelmer jetzt. Warum hat der ein fucking Arming Sword in. Was war das denn? Im Inventar, das ist doch. Das ist ja Müll. Kannst du gerne ein Schwert haben, aber doch kein Arming Sword. Das ist so ein gutes Schwert, das wollen wir doch nicht da drin haben. Wobei wir, glaube ich, niemanden haben, der noch ein Schwert benutzt sonst. Und dann haben wir Sepp. Haben wir den schon? Den haben wir schon so einen Flailer gemacht. Für den brauchen wir noch einen Three-Headed Flail. Das wäre ganz geil. Und Ricky. Stimmt, und wir haben bei Abbruch sind wir beim Leveln, dass wir mal einen Range-Dude kriegen. Deswegen haben wir ihm sogar Training Experience gegeben. Und Ricky ist einer unserer stärksten Backliner mit der Long Axe. Der haut einfach so viele Leuten Sachen aus dem Gehirn. Der hat sogar minus 10% Damage und der macht unfassbar viel Damage.
Das ist ja doppelt witzig. Genau, M-Lane. Achso, und einer von unseren Leuten war gestorben, ne? Oder entlassen worden. Hallihallo Mozzarella-Bräune, wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Genau deswegen, weil wir einen von unseren Long-Axern verloren haben, haben wir hier einen neuen X-Perden am Hochleveln. Genau. Aber. Moment, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wir haben, glaube ich, nur eine Farmhand hier. Die Rest sind Kultisten. Yes, also Farmhand, Noble, Karawanenhand und Brawler. Noch vier Leute, die keine Kultisten sind. Also selbst wenn wir jetzt das Opfer-Event kriegen, sollte nicht allzu viel passieren. Wir sollten schon eine stabile Truppe haben, um dann zumindest normal weiterspielen zu können. Jetzt sehe ich gerade, Two-Handed Scythe hat der hier schon. Okay. Jetzt wissen die Frage, was wir als nächstes tun. Achso, wir sollen Kronen sammeln. Ja gut, dann... Xan hat eine Zuschauerserie geteilt von 3. Guten Abend, Xan. Wunderschön. Wie steht's um unsere... Moment, Ausrüstung. Tools und Supplies ist ein bisschen niedrig. Essen haben wir für 3 Tage. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Okay, dann... Tools und Supplies ein bisschen niedrig, aber die sind hier auch leider sehr teuer. Essen ist okay. Dann haben wir hier Aufträge gehabt. Alps, Unhold und Hexenhanden. 132 pro Kopf. Da muss ich nochmal kurz gucken. Ob wir... Wir hatten... Also Alps könnten wir hunten. Unholds sollten auch kein Problem sein. Hexen ist so ein bisschen meh. Und vor allem müssen wir erstmal welche finden. Und da haben wir einen 4000 Kronen Hexenquest. Das traue ich mir nicht so richtig zu. Aber Unholz und Hexen finden ist auch nicht so einfach. Aber da kann ich zumindest mir überlegen, ob ich den Fight eingehen will, ob ich das irgendwo hinziehen, kiten will oder sowas. Ja, 5 Hexen mit 4 bis 5 Unholzen, ja, das... Ja. Ich glaube, ich kann Unhold sogar ganz okay tanken, zumindest mit mindestens 2 Leute können's, ne? Also, Ben kann's, Sono kann's. Cedi sollte auch ganz okay sein mit seiner Rüstung. Unholde tanken. Und ich glaube, Topsy ist auch langsam an dem Punkt, wo es kann mit 34 Dev. 34 Dev. Achso, und Battleforged, genau. Aber ich glaube, ich wäre eher bei dem Handauftrag. Aber da müssen wir halt einiges finden erstmal. Würde halt echt lange dauern, weil ich nicht genau weiß, wo ich hin muss wahrscheinlich. Ich glaube, ich mache es eher nicht, weil ich keinen Bock habe, hier irgendwie eine ganze Woche lang durch die Gegend zu irren, um dann irgendwie 800 Kronen zu kriegen. Das ist, glaube ich, die Effektivität im Gold nicht gegeben, weil wir verlieren jetzt 244 pro Tag. Also wenn man da länger als 1800 war Maximum. Wenn wir die Hälfte ungefähr kriegen, dürfen wir es eigentlich nur in maximal 3 Tagen machen, sonst machen wir Miele. Die Handkiste mache ich nur 1 Sterne. Ja, ich finde sie auch. Also, ich habe schon mal Alps gesehen, die hier rumrennen. Aber halt genau einmal. Und hier steht, glaube ich, nicht mal dabei. Wo? Ist einfach nur generell. Ach doch. Plains, Region of Greenmoor and other regions. Okay, Region of Greenmoor. Da ist ja immer garantiert, dass dort eins ist. Eine Truppe ist dann mindestens dort. Wo ist denn Greenmoor? Hat blind. Das hier ist Spine of the World. Ich sehe kein Greenmoor. 32 Stunden zu lange zu finden. Das ist irgendein Mountain. Wo ist denn Greenmoor? Hairday, the Dryweed, the Skald. Ich wüsste nicht mal, wo ich hin muss. Ich glaube, das war das andere Problem. Übrigens, Mozzarella-Bräune, sehr schön, dass du hierher gefunden hast. Ich habe vermutet übrigens, dass du über YouTube zu Twitch zu Discord gekommen bist, weil ich wusste, dass ich von meinem Twitch-Account meinen Discord-Link habe. Aber ich fand es dann am Ende trotzdem lustig.
Ja, keine Ahnung. Ich guck nochmal kurz auf die Faction Relations. Brunnendorf ist mit uns inzwischen zu der Ally, ne? Das war ja die wir mal geradet haben. Habe ich jetzt nämlich gerade letztens hochgeladen. Kronkog und Krummhorn sind very friendly. Weißenschacht ist auch allied. Weißenschacht sind wir gerade. Hier, die haben ja mal geradet. Witzig, dass wir die inzwischen komplett aufgebaut haben. Und mit den Nobelhäusern dauert es aber noch, ne? Hier sind wir gerade ein bisschen über Neutral. Also das ist... Deswegen hatten wir auch im Retinue, genau, wir hatten den Negotiator eingebaut. Damit wir da besser vorankommen. Okay. Ja, ich würde mal, glaube ich, Richtung Brunnendorf gehen. Weil die Aufträge sagen mir irgendwie nicht zu. Und wie gesagt, Brunnendorf ist ja mit mir Ally, da sollte ich eigentlich ganz gute Kohle kriegen. Auch für einfache Aufträge. Und vor allen Dingen kann ich ja mindestens zweimal verhandeln, ohne dass ich da jetzt groß drauf achten muss. Ich glaube, wir kommen wieder bei Nacht an, was natürlich blöd ist. Oder? Schaffen wir es gerade noch am Ende des Tages? Ja, haben wir sogar noch geschafft, nice. Aber hier gibt es keinen Auftrag, ja, dammit. Neue Leute brauchen wir eigentlich gerade nicht. Mit 16 sind wir schon gut dabei. Medical Supplies sind hier günstig. Die brauchen wir aber auch gerade nicht. Und Essen ist auch relativ günstig. Ja, aber ich brauche gerade kein Essen. Aber ich nehme mal ein Brot mit, weil das hier hat noch 4 Tage Haltbarkeit und Brot dann 8. Das teilt sich gerade schön auf. Ja, dann ab nach Kronkog da unten. Da gab es eigentlich mal was zu tun. Wenn der Heilige Krieg vorbei ist, können wir auch hier wieder mehr machen, weil dann gibt es hier nicht mehr so Geklash um Sandfels und Wackerfeste. Weil jetzt ist das Problem ja, dass ich in Sandfels eigentlich keine Sachen viel erledigen kann, auch die Noble-Sachen in Sandfels sind ein bisschen ungünstig. Das ist ein Sandfels-Ding? Ja, genau. Das würde ich zum Beispiel super gerne machen, was eigentlich niedrig ist. Aber ich glaube, ich laufe dann in den Krieg, in den Südländerkrieg rein. Einmal dürfen wir immer. Return the Morning Statue 960, hört sich eigentlich ganz geil an. Sollte man schaffen. Mehr. Tillmann Eisenstein. Ich glaube, wir machen erstmal mit dem Monic Statue und dann gucken wir mal, ob das andere noch da ist. Ja, nach Norden? Ja, nach Norden folgen. Was? Dahin? Da sind die Diebe. Ach, Diebe, das ist halt. Ist halt nix. Wir sind aber immer noch ein bisschen langsamer. Wir haben den schnelleren Move-Dude noch nicht in unserem Gefolgschaft. Den habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt. Damit ich Schlangenöl verkaufen kann an die armen Ungläubigen. So, ihr habt. Ja, hier, Ben, mitten rein. Oh. Hey, du nicht? Du machst auch mal später. Wenn wir rangemoved sind. Einige Cards fehlen bis da. Ja, ja, genau. Also, es fehlen. Ich habe 2 komplette Streams, das sind Pi mal Daumen. Keine Ahnung. Das müssten so um die 10 Folgen sein, tatsächlich, wenn ich ja 2 Stunden mache, die fehlen. Also es fehlen ungefähr. Ne, 10 ist übertrieben. 5. Ja, genau, es fehlen irgendwie so um knapp 10 Stunden an Material fehlt. Genau, genau. Bin da einiges hinten dran. Deswegen war einer der Gründe, warum ich gestern kein Battle Brothers gebracht habe, sondern dann Diablo gespielt habe, einfach mit meiner Freundin. Ihr, nee. Ja, die Backliner, wir lassen die mal kurz noch ein bisschen stehen. So, du bist genauso jemand, der einfach inzwischen mitten reinrennen kann. Oh, oder auch nicht. Ich dachte, er kann. Anjushka, what are you doing? Auf geht's. Dann spoile ich mich halt jetzt ein bisschen selber, ja. Also es sind Dinge passiert, ich sag mal, da kommt noch was. Also ich glaube, die Details habe ich eh nicht mehr im Kopf, von daher kann ich dich da auch nicht Detail. Ich vergesse immer, dass Sono da noch hier irgendwie rein muss. Shit. Der arme Dude muss dann deswegen immer zur Seite rennen. Dahin und dann schießen, ne? Hier, zack. Batz. Und du rennst dann dahin. So, und jetzt haben wir dich. Gerade.
Was ist gut an den dicken? Du bist ja im Range-Modus, ne? Zack. Ich könnte den nämlich auch nicht mehr werfen, weil ich neben ihm stehe. Aber Mozzarella-Bräune, dann gibt's für dich wahrscheinlich dann die nächste Benennung. Ich benenne ja meine Leute immer nach Zuschauern. Ja, okay, wirklich Story Game. Die hat unglaublich viel Fans, Silvis, der echt nicht needed ist. Yep. Willkommen in japanischen AAA-Spielen. Hier kann ich noch hinmoven und dann den abschießen. Schade. Kriegst du mal dich? Oh, ich wollte eigentlich stunnen, aber das hat beides mal nicht funktioniert. Und wer. Oh, Scheiße. Trotz, dass er hinter einem Blocker steht, ne? Ich werde dann Wirt. Nächster Kultist. Haben wir jetzt hier eine Benennung? Der blutet. Ein bisschen an die Backliner ran hier. Gefühlt. Weil die sonst mein Range-Dude umschießen. Er hat keinen Bock mehr, der rennt. Das ist schon mal sehr geil. Und das war wieder ein Hit. Sau. Dann killen wir den und hauen hier nochmal zu. So. Ich glaube, du musst mal Shield wallen und setzt einen Hund neben dich. So. Und beschäftigen. Mich gerne den Dienst des dunklen Anführers. Ja, da bin ich mal gespannt. Mal sehen, wie gut du performen wirst. Der wird rein duelliert hier. Ja, duellier mal nicht. Hier wird nichts duelliert. Der Speere ist nochmal fies, weil die. Verblutet. Irgendwas mache ich schon platt, entweder die Gegner oder mich. Ja, ich hatte schon Situationen, wo ich das Gefühl hatte, er wurde absichtlich verloren und sowas, ne? Ich wurde verkauft. Oder besser gesagt, meine Gang wurde verkauft. Ich kann. Bis zu dir komme ich nicht. Aber bis zu dir kann ich versuchen. Ich will nicht meinen eigenen Leuten in den Rücken schießen. Schieß mal lieber da, dann treffen wir den davor. Perfekt. So ist es mit Abbruch. So, ja, da darf ich nicht durch. Ich muss dann hier rumlaufen. Wenn das passieren sollte, ist es nur für den Content. Ja, natürlich. Und für meine Frustration. Was auch wieder Content ist, ne? So, du bist gefährlich. Wir laufen mal hier rum. Oh, bei euch müssen wir irgendwie. Dann kommen wir zumindest bis ran. Gut, dann gehen wir halt hier hin. Der rennt. Wir ihn aufschneiden. Wird komplett durchgepiekst. Was? Wie sind denn die Brothers, chinesische Dota-Spieler? Was absichtlich verloren wird, meinst du? Ja, anscheinend. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung von chinesischen Dota-Spielern. Ich habe keine Ahnung von Dota-Spielern, glaube ich, generell. Also. Ach, der rennt, die Sau. Die Sau ist am Rennen! Den kriegt man, glaube ich, aber dann auch nicht mehr. Oh, aua! Aua! Er hat mich ja wieder seinen eigenen getroffen, ne? Jetzt im März wurden 50 Spieler aus chinesischen E-Sports im Lifetime-Ban von Valve für Matchfixing. Witzig. Ich find's lustig, aber. Klar, für die Zuschauer ist es natürlich beschissen, aber ich find's lustig. So, machen wir erstmal den platt. So, kommen wir jetzt an dich noch ran da hinten? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben auch keinen Hund mehr, um ihn zu jagen. Das ist so ein bisschen das Problem. Glaube ich. Mit dir vielleicht? Yes, wir sind noch angekommen.
Die rennen, die Idioten. So. Und Wuffy versucht sogar auch noch. Haha, er kann nicht mehr laufen. Also es gab es bei Counter-Strike schon mal, uns wurde damals schon erwischt, das Match-Fixing. Das ist jetzt bei Dota nochmal machen. Ey, Leute. Also, entweder verdienen dann echt wenig, die Spieler, im Vergleich zu dem, was sie durch Wettgewinne holen können. Oder sie sind einfach echt gierig. Bei gar nicht so wenigen würde ich auch Letzteres vermuten. So. Ja, ein bisschen ins Gesicht kriegt aber keine, doch eine Verletzung, ein bisschen ein Ohr kaputt für den Schuss, aber... Oh shit. Wait a second, du bist nur 200 wert. Dich wollen wir gar nicht, dich wollen wir nicht, dich wollen wir nicht. Sowas wollen wir auf jeden Fall haben. Du bist ganz gut, du bist ganz gut im Wert. 305. Ja dann. So. 98 ist halt nämlich viel weniger als das hier im Wert. Noch anderen Müllkram. Nichts, was ich jetzt direkt wegwerfen will. Sagen. Irgendwie so, glaube ich. Aber ich hatte gar nichts, was sich automatisch rausgenommen hat. Wait, 2600! Das ist jetzt aber doch ein gutes Angebot. Wir haben nur unter 1000 gekriegt für das Ding. Aber Kronen, Kogen, Magen und so schon gar nicht so gern. Spieler verdienen mehr durch die Aufträge von denen als durchs Spielen. Achso, für Matching-Wettfirma in China ist echt hardcore. Und die verdienen schon nicht allzu schlecht. Außerdem ist das wie so ein Club. Du musst dir erstmal einen Namen machen, bevor du zum Fixen beauftragt wirst. Ja, klar. Wir wollen gerade einfach nur Kronen sammeln, ne? Da wäre das schon geil. Aber ich glaube, das zählt dann als Mission abgebrochen für die Stadt. Nee, diesmal nicht. Also nicht bei Kronenkrog, weil Kronenkrog ist noch nicht Allied oder sowas von uns. Abgebrochen und betrayed sogar, genau. Und deswegen mache ich das jetzt nicht. Auch wenn es ein echt gutes Angebot war mit 2,5-fachen von dem, was wir sonst bezahlt kriegen würden. Manchmal ist es ja nur irgendwie 100 Kronen drüber, das ist fast das gleiche, da mache ich so gar keinen Fall, aber hier wäre schon was drin gewesen, sage ich mal so. Kann ich hier eigentlich sinnvoll Sachen verkaufen? Oh, wir haben den Speer gar nicht auf Reparatur gesetzt. Das auch nicht. Achso, ich habe diesen... Halt, da war noch mehr. Das müssen wir auch noch reparieren. Kann ich hier sinnvoll verkaufen? Ja, 20, guck mal eine an. Dann das verkaufen. Mach ich nur eins von, so. So. So, so. Können wir hier die ganzen Sachen mal weghauen. Das sind alles 105er Helme und 140er Helme. 50er brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das sind 80er mit minus 8. Auch ein 80er minus 8. Das ist einfach nur optisch anders. Da haben wir schon also genug davon. Habe ich den eigentlich behalten? Das ist auch Quatsch. Davon brauche ich auch nicht 2. Und generell, glaube ich, an dem Punkt, wo ich nicht von den ganzen Sachen 2 brauche. Ach, scheiße, habe ich ja das auch noch mit drin. Uch. So. Das werden wir nicht reparieren, weil es Stufe 1 ist. Achso, hier den wollen wir noch weg haben. So. Sind wieder bei 77, das sieht ein bisschen besser aus und wir haben 7000. Tools and Supplies sollten wir haben. Das ist hier so ein okayer Preis mit 237. Ich mag es zwar lieber, wenn es glatt um die 200 ist und hier ist noch ein bisschen drüber, aber besser als nix. Besser als nix, es ist schon wert. Tragbar. So, jetzt hatten wir hier nochmal Deliver Cargo nach Eisenstein. Komm, let's go auf nach Eisenstein. Eisenstein war nicht so weit weg, oder? Ach doch, Eisenstein war ein Stückchen weit weg. Ups. Ich überlege nur gerade, wie man solche Wettbetrügereien in solchen E-Sports-Szenen fixen kann. Und eigentlich nur mit Integrität aufdecken, dass es sich für die Leute nicht lohnt.
kurzzeitig ein bisschen mehr Geld zu kriegen, wenn sie langfristig ihre komplette Karriere damit an den Nagel hängen. Das machen sie gerade, ne? Sie haben es offensichtlich jeweils aufgedeckt und gelifetime-banned entsprechend. Madam Pass, they look strong enough, they intend to take sure you go no farther. The enemy lieutenant step forward. Us, the grand company that stands before you, slayers of beasts. Now, if it isn't the spurious workers, as much as I'd like at you told us, I'll give you a chance. Ne, ich will versuchen zu kämpfen diesmal. Many mercenaries, a swordmaster. Das wird ein harter Fight. Das wird ein harter Fight. Vor allem, stimmt, weil ich nicht wusste, wie viele Ranges sie haben. Und sie haben die Overwhelming Dudes. Sie haben also aber 12 zu 10. Wir haben den Vorteil in der Anzahl. Sollen wir jetzt nicht ganz so sehr reinpreschen. Und Abbruch geht's noch nicht so gut. Bin nicht sicher, ob wir den nicht hätten ersetzen sollen. Aber das, wir wurden überrascht. Runde machen wir später, wenn wir dran sind. Das finde ich eine absolute Frechheit. Muss man gleich mal von hinten ranlaufen und den befreien. Wahrscheinlich am besten mit Sono, weil der sowieso zu spät dran sein wird. Popsi stellt sich mal mit daneben. Wie viel AP brauche ich dafür? Hier, dann machen wir das mit dem. Kommt Sono nämlich in die Frontline, da haben wir das direkt mit erledigt. Mal die Bäume weg. Hier ist noch ein Platz. Also, Mozzarella-Bräune, ich streame normalerweise so bis Mittag. Ich habe jetzt relativ spät angefangen, also bis in den frühen Nachmittag rein wahrscheinlich. Bis ich irgendwann Hunger kriege für Mittagessen, dann höre ich auf. Aber trotzdem schön, dass du da bist. Ich benenne dich dann nochmal und so. Das siehst du dann schon. Mach's gut. Schönen Sonntag noch. So, Xili. Xili war doch eigentlich auch ein ganz guter Defender. Ah, 33, nicht so geil. Ja. Auf YouTube kommt der ganze Kram. Genau. Ich glaube, ich muss das breit ziehen hier taktisch gesehen, damit ich so umswarmen kann. Sonst kriege ich hier, glaube ich, zu sehr ins Gesicht, wenn ich einfach versuche, mich von vornherein zu grinden. Aber Sono wird hier vorne versuchen rein zu grinden. Und ihre Shield Wall, ey. Ja, jetzt habe ich die ganzen Leute, die gewartet haben. Wenn ich hier hingehe, kann der Schütze noch nicht durchschießen. Deswegen würde ich Ricky, glaube ich, dahin schicken. Der könnte jetzt, wenn er das wirft, hier direkt in seine Seite werfen. Hoffe ich, dass es jetzt mal nicht passiert. 21 ist halt nix. Aber jeden Schuss, den man nicht nimmt, kann man auch nicht treffen. Jetzt sind wir mal ehrlich. So, ich könnte sogar den Step noch ranmachen. Aber der Njushka hat 66 Defense. Ob ich den denn nicht... Eine 83er Inis, ob ich den nicht hinkriege. Ja, easy. Gebrochen. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob der den Perk schon hat. Nur Anticipation und Brownie Perk. Wenn ich hier noch einen ranstelle, kann der mich nächste Runde pieksen. Das will ich eigentlich nicht. Ich kann sowieso nur einmal zuhauen, wenn ich da ranlaufe. Deswegen lassen wir das kurz. Wir hätten Solo noch einen Step vorher machen können. Moment, der hat gerade zwei Leute geoverwhelmed mit einem Schuss. Fuck. Ben hat auch eine 61. Deswegen let's go. So. Au! What, Topsy? What are you doing? Du bist nur fürs Triple Overwhelm da, dass du ja nichts trifft mit seinem komischen Speer. Der will werfen, ne? Deswegen warten wir mal lieber in Deckung. Ah, shit, den habe ich freigemacht.
Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Wolf geht ja da mit seinem Einhand rein, Alter. Alter Faller, 78. Oh, dann piekst ich dich. Jetzt wird hier reingegrindet, ne? Dammit. Erstmal stun das Ding hier. Ihr seid sogar angekommen. Guck mal. 63 und beide hitten nicht. Also geil. Natürlich ein bisschen sad. Das ist natürlich ein bisschen sad, aber hier, ihr geht mal rum. Für den Fall der Fälle. Dass wir hier noch was hitten dürfen. 5 und 60. 5? Ach, Swordmaster. Deswegen. Ich hab nur eine 45% Chance, überhaupt wegzustechen. Okay. Ja, den sollte man vielleicht overwhelm nächste Runde. Sonst könnte das bitter werden. Okay, der ist da runtergerannt. 25, 79. Mal doch den, dann machen wir 25er noch. Ah, schade. Jetzt dürfen wir hier nicht rangehen, ne? Weil der uns sonst ins Gesicht biegst. Wobei der ist gestunt. Wollen zumindest für diese Runde noch rangehen und nächste Runde immer noch weggehen, eins. Ja. Lass wir da stehen. Hier ist geblockt, ne? Da kommen wir eh nicht durch, dann lassen wir den stehen. Und den natürlich dann auch. Okay, aus irgendeinem Grund overwhelmt der mit einem Schuss zwei Leute. Das verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich nicht ganz. So, und du musst jetzt den overwhelm, triple overwhelmen, damit er nicht hittet. Er sollte dann eigentlich keine großartigen Hit-Chances mehr haben. 87, 47, ja. Kriegst mal den halt wieder. 26 ist halt echt wenig, sind wir mal ehrlich. Aber ein Hit, Ricky. Ricky macht das wieder. Geil. Einfach den Kopf weggeböllert. Bono da unten sollte eigentlich fein sein. Schade. Und du musst jetzt immer nach oben, damit du nicht mehr gehittet wirst von dem da. So, Sonics ist rangesteppt. Achso. Nee. 10%, da habe ich keinen Bock drauf, den zu hauen. Aber wir können mal hier an den ersten Fernkämpfer ran und den dann jetzt anfangen wegzusnacken. Wir können den Hund neben uns setzen. Und dem einfach mal eins geben. Ufi kann mitmachen. Sehr geil. Ja, und du hast halt 14% Chance zu hitten, ne? Dann macht halt deinen Scheiß alleine. 17% Chance zu hitten. War aber ein Hit dabei. Oh, what? Alter, diese Reichweite von den Jungs ist einfach unfair. Einfach fucking unfair. So, hier noch den machen. 5% Chance to hit. Aber ich will ihn eigentlich overwhelm. Wenn ich das mache, kann ich, glaube ich, mich nicht mehr attacken. I don't know. Geh ich halt auf dich. Overwhelm nur dich mit deinem komischen Speer da. 17 ist halt nix. Also die Chance to hit ist ein Problem hier. Aber du wirfst ja nicht mehr, ne? Aha. Der Swordmaster wird ein Problemchen, sage ich mal so. Ist meine Vorhersage. Und der tanzt mal hier oben um den Baum. Das ist schlecht. Ja, dann muss ich halt an ihn ran und ihn erstmal wegmachen. Versuchen.
ist immer noch das Ding. Kann ich dich jetzt wegschieben? So, haben wir das mal gebreakt hier. Dann wurde ich zurückgestupst. Oh shit. Ist ja da hochgerammt, die Sau. Level 1 ist Max Roll, glaube ich, 20. Er hat doch kaum Melee Defense. Hat wer kaum Melee Defense? Ein Swordmaster? Was meinst du? Ah, du warst wieder ironisch, ne? Hab ich so das Gefühl. Oh, nice. Das war ein fetter Hit. Ja. Das ist hier ein Problem, dass er jetzt hier dran steht. Geht weg mit eurem blöden... CGI-Typen haben no idea. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, der Swordmaster der KI hat nicht den Background-Swordmaster. Also meine Vermutung. 9%, ja geil. 53, 80. Bats ins Gesicht. Achso, Moment, du hast hier noch einen Gegner. 93, der rollt eine 100. Ah, das ist doch scheiße, Xan. Why do you do this? Oh. Hallo. Dann schneide ich hier auf. Auch gut. Spannend. Oh, das ist schlecht. Xan, du hast ein Problem. Insgesamt. So gefühlt. Au. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Speed-Problematik insgesamt. Weil der meine Leute aufschlitzen wird einfach. Hopsi wird nämlich gerade hart von dem aufgeschlitzt, von dem guten... Boah, der sollte der abholen kann. Gehen wir hier einen Schritt zurück, weil der wird hier gleich durchlaufen. Der ist hier ein bisschen unangenehm. Doch, vielleicht haben wir meinen Leuten einfach frontal reingrinden sollen. So, du hast keinen Bock mehr zu fighten. Können wir uns doch hier hinstellen. Und ihn versuchen, auf den Kopf zu schlagen. Wir dürfen nur attacken, wenn wir hier hingehen. Shit, das war nicht so smart. Ich glaube, ich kann hier noch hinlaufen und den pieksen. Ah, der rennt. Sehr gut, der Swordmaster rennt. Das ist gut, dann können wir ihn dann doch einfach verprügeln. Nachdem wir den hier hinten platt gemacht haben und den... Aber das war ein heftiger Fight, also sind wir mal ehrlich. Das war nicht so... Das war nicht easy. Das hätte auch anders ausgehen können mit unserer Aktion hier. Hol mal den Decker raus. Du holst auch mal den Decker raus. Wir stechen ein bisschen den ab. Mit 5%, das wird ein bisschen schwierig. Glaube ich. Mit dem Abstechen. Also bei dem, was wir haben gegen ihn an Chance, würde ich schon sagen, der hat die entsprechenden Skillungen. Mit unseren 6% hier. Der hat eine 41 gehabt, nachdem er aber komplett surrounded ist mit Backstabber. Alles klar. 39. Ich glaube, den abstechen können wir den nicht. Also, nicht sinnvoll. Also sonst keine Hitchance mehr haben. Ups. Aber der hat 22er Armbrustschütze hittet, also Abbruch. Okay.
sehe es. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Schneid den auf. Hat der fast kein Damage, der Punch hier Dingensbums. Nee, nee, wir wollen ihn schon killen, den Swordmaster. Sonst wird's ja langweilig. Ey, ein Hit! Bei einer 22. Ja, bei einer 41 leider nicht. Nope. Danke. Errungenschaft! There can be only one. Kill a Swordmaster in melee. Guter Fight, guter Fight. Noble Sword kriegen wir dafür. Geil. Das nicht, das nehme ich. Die nehme ich auf jeden Fall. Warbows. Holy yo. Geil. Fett, 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 fett. Können wir alles mitnehmen? Ja, wir können alles mitnehmen. Warum habe ich es überhaupt sortiert? So, ich hoffe, das war aber der einzige Fight, den wir jetzt haben. Wenn hier nochmal so einer kommt, dann sind wir ein bisschen am Sack. Dann sind wir ein bisschen am Sack, weil die Leute echt mitgenommen wurden. Hier ist das Sacred, ersetzt mal Topsy. Was hattest du jetzt für eine Verletzung? Melee und Ranged Skill. Ha. Dann wirst du mal von Dingens ersetzt. So. Hier, Abbruch. Abbruch hatte 3 Sterne in Melee Defense. Ja, plus 4 Melee Defense, ist klar. Ist klar. Ist klar. Gebe ich ihm das einfach, damit die Leute ransteppen und ihn trotzdem nicht treffen? Keine Ahnung, ich finde, glaube ich, eher die Range Defense, mit dem er nicht abgeschossen wird, wie gerade eben wieder. Wird einfach ständig abgeschossen, der gute Mann. Der hat sogar schon Dodge, oder? Ja, dann nicht. Wir können ihm jetzt einfach mal Dodge. Ne, Gifted will ich mal bei den Rangies haben, damit die einfach mehr treffen. Die mehr Treffskill kriegen. So. Dodge kriegt aber noch irgendwann, deswegen mache ich die Ini mit hoch. So, ja, ein Warbow ist natürlich schon insane gut. Und die Sachen auf jeden Fall alle reparieren. Deswegen haben die auch so viel Damage gemacht mit ihren fucking Bögen. Jede Menge 140er Helme. Das ist schon ganz schön geil. Ich finde immer lustig, dass wir eine Sonnenwehr auf der Map haben. Dabei ist Sono gar nicht da. 17 Brigands, aber mit dem muss ich ja theoretisch nicht fighten. Dann ist da ein Brigand Leader dabei. Da sehe ich mich nicht, wir rennen einfach weiter. Weißenschacht, tut mir leid, aber darum müsst ihr euch selber kümmern. Oh, und wir haben keine Tools and Supplies mit 29 Tools and Supplies. Ach, fuck you! Many Nomad Outlaws und Nomad Archer, aber wir sind 12 Leute gut ausgebildet. Eigentlich sollten sie uns doch ignorieren, oder? Ja, ja, genau. Wollte gerade sagen. Eigentlich sind wir deutlich stärker als sie. Das sollten sie auch. Sollte ihnen auch bewusst sein. Schau mal an Dulmen vorbei. Krieg mal hier was zum Reparieren. Nee, ist irgendwie wieder alles teuer, ne? Aber ein 20er Preis. Können wir dich verkaufen? Können wir dich verkaufen? Dich. Dich und dich auf jeden Fall. Dich. Ein paar Helme noch, würde ich sagen. Hier, die können wir verkaufen. Auch 140er minus 9, minus 8. Das sind die besseren 140er Helme, weil die weniger Ausdauer verbrauchen. Und weniger Vision. Hier, dann verkaufen wir davon 2. Minus 4, das ist aber gleich, aber das sind nur 70er hier, das sind 90er da unten. Das braucht man nicht. Ich glaube, das Skimitar will ich auch verkaufen, oder? Das ist ja nur eine andere Variante vom Arming Sword. Vom Skimitar weg. Nehmen wir noch 2 von Dame noch, was wir übrig haben. Bei 9000 Kronen. Guck mal, geht's ja auch schnell.
So, die Heater Shields muss ich mir nochmal überlegen, ob ich die jemandem geben will. Komm, damit wir wenigstens mal alles reparieren können, nehmen wir mal hier die Tools und Supplies mit, auch wenn die nicht so geil sind im Preis. Essen haben wir noch für 2 Tage. Kostet ja aber auch so viel, würde ich jetzt hier nicht kaufen wollen. Witch Burnings gibt's hier gerade. Eugen, der Söldner für 4K, alles klar. Hat 2 Sterne in dem, 2 Sterne. Wäre halt wieder einen. Hat er 13 Defense schon direkt vom Start weg. Und einen guten Melee-Skill. Der könnte sogar tanken und Damage machen, tatsächlich. Mit einer schweren Rüstung. Und Resolve ist im Bereich des Machbaren. Oder wir gehen halt hier für einen Hexenjäger. Hexenjäger würden eher in unsere Truppe passen, vom Feeling her. Aber wir wollen ja gerade erstmal 10.000 Kronen holen, danach können wir immer noch gucken, was wir dann damit machen. Deswegen lasse ich das erstmal, auch wenn hier Witch Burnings sind. Wir wollen auf die 10.000 Kronen. Kronen, Kronen, Kronen. Deswegen, das wird man jetzt nicht ausgeben. Schön unsere Ambition fulfillen. Viel wichtiger. 650 Kronen, well deserved. Erstmal Eier auf einen anstoßen. Erzählt uns irgendwas im Gerücht von lockeren Zähnen. 600, Defend Eisenstein from Raiding Parties ist relativ billig. Wird also gut machbar sein. Schön zweimal verhandeln. Deliver Cargo to Rabbit Counts on Brunndorf. Das wäre der Rücktransport mehr oder weniger. Wie ich denn Raiding Party Verteidigung machen? Könnte man schon machen. Haben wir eigentlich noch jemanden, den wir frei haben? Alva the Cultist. Hier, guck mal, da haben wir sogar noch jemanden frei. Ist das jetzt hier Mozzarella? Ich glaube, Bräune wird nicht passen, oder? Doch, Mozzarella-Bräune. Ich muss es nur... Kann es nicht mit AE schreiben, glaube ich. Oder? Doch, kann ich. Passt genau rein. Passt genau rein. Muss ich halt nur noch leveln, irgendwie mal. Du bist auch schlecht ausgestattet, also im Zweifel wollen wir dich gar nicht so krass irgendwo reinbumsen. Und er kriegt 15 davon. Er hat halt keine Defense selber. Er hat halt selber keine Defense. Against Raiding Parties, ja komm. Das war eigentlich ein super easy, also ziemlich niedriger Auftrag. Dafür, dass, glaube ich, Eisenstein uns auch schon gut dabei ist. Eisenstein ist nur friendly, okay. Dann war es gar nicht so ein guter Angebot, aber ich glaube, wir sind in der Bekanntheit hoch genug inzwischen. Dass sich das gegeben hat. Ja, ihr heilt einfach. Also wir haben jetzt inzwischen genug Leute, dass wir einfach heilen können. Gibt's hier zu traden? 560, das würde ich sogar noch besser verbessern. Hier 216, das nehme ich. Und ein bisschen Essen. Damit wir hier erstmal warten können und da was zu kauen haben. Moment, hier sind die Verkaufspreise. Wir hatten irgendwie sinnlose... Wo war's? Ich hatte es gerade noch gesehen. Kleinen Dagger? Nee. Die alte Dagger, ups. Wechseln wir links und rechts die Seiten. Brigands inside. Wo sind sie denn? Sind sie das? Vermute mal. Jo, sind sie. Attacke. Tanks, Marksman, Raiders. Ruf da. 8 gegen 12. Genau einen. Na geil. Dann have fun, guys. Den daneben getroffen. Das ist auch wieder so geil. Haben wir wohl nicht getroffen. Ah, nehmen wir den daneben. Also sag mal so, vor euch habe ich wenig Respekt.
gehen zurück und machen das. Sind wir ehrlich, vor euch habe ich wenig Respekt. Oh, vor dir habe ich Respekt. Upsi. Ich hätte vielleicht darauf achten sollen, dass da ein Zweihandknüppel ein Fetter dabei ist. Geh mal darum. Muss mal dahin. Und du schneidest mal den auf. Dort geht noch ein Sono rein. Machst mal den. Ich hätte vielleicht jemanden rausrotieren sollen, oder? Hier, dich zum Beispiel. Rotier, damit du mal nur noch einen Gegner hast mit Xeli. Hört sich sinnvoll, oder? Und dann rotieren wir hier nochmal, damit du rausrotiert bist. Dann können wir dich aufschneiden. Geil. Fett, 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 fett. So. Sollen wir dich verprügeln, weil du hast die fette Keule. Oh. Puh. Hat das Verprügeln gegen die fette Keule geholfen, würde ich mal behaupten. Der wird einfach komplett zerstochen. Completo Caputo. Also. Tag 160, das sind Brigands jetzt nicht mehr so eine Gefahr. Ich links ist natürlich jetzt gerade übelste Sorte. Wir treffen natürlich deswegen trotzdem die Schweine. Könnte ich meinem Xedi in den Rücken schießen, wenn ich das mache? Könnte blöd kommen. Versuchen wir das mal. Ich habe einfach niemanden in den Rücken geschossen. Das ist auch okay. Erstmal aus meinem eigenen Mann. Wir geben erstmal den. Wir hätten vielleicht auch einfach hier oben das klären können. Hier laufen wir mal unten rum. Den. Und dann noch ein Wuffi hier. Zack, Wuffi macht den Rest. Oh, Wuffi macht nicht den Rest. Wuffi, what are you doing? Dann halt so. Hallo. Und jetzt mal so hier. Sono mitten rein wieder. Kommt von hinten durchgesprintet. Er darf nicht mehr schießen und dann die Frontline von denen will rennen. Das ist doch gut. Ist doch schon wieder entschieden hier eigentlich, die ganze Sache. So, ein schöner 95er. Die stech mal ab. Move noch einen ran. Dann muss man mal das hier weg. Das nervt. Und noch mit dem ran mit Abbruch, damit er wieder schießen darf. Ja. Macht der richtig viel Damage an meinen Dudes. Nein! Kein Duell! Don't do this, please! '95, oh no! Don't do this, please. Sind ja keine Gegner mehr. Kommt nicht, dass wir. Kommt gar nicht die Frage, ob wir sie rundown wollen. Achso, weil der noch nicht kämpfen will. Ha! Idiot. Was ein Typ, ey. Der will echt noch fighten mit seinem Späherchen da in der Hand. Zack, jetzt will er nicht mehr fighten. Jetzt hat er noch eine Armbrust ins Gesicht gekriegt, jetzt hat er keinen Bock mehr. Verständlich, so ein bisschen. Mir aber jetzt egal. Du kannst nicht ran, du kannst nicht ran. Du machst den Rest. Nicht. Ben hat Level 11. Geil. Ben hat fucking Level 11. Back to town, das war's schon. Ja, ich sag ja. Easy, entspannt. Dann nehmen wir hier Accept Contract. Aber hier 550 ist, glaube ich, ein ganz okayer Preis zum Traden. Und 90 für Käse ist auch okay. 69 für Brot.
Ansonsten haben wir hier Preise von 18. Gut. Jetzt müssen wir den ganzen Müll wegschmeißen. Jo. Und wir reparieren wieder. Das reparieren, das. So, hier haben wir noch was zum Wegmüllen. Zwei Sachen zum Wegmüllen, die ich jetzt nicht gesehen hatte. Da ist noch eine dritte. Nämlich den Billigkleaver und das Billigschild. So. There's Recruits available, wenn die raided sind. Weil die Leute gestorben sind oder was? Jetzt sieht immer ein Dieb! Mhm. Ist Cocky und Lucky. Der hat 37 Resolve plus 5 und dann noch 3 Sterne in Resolve. Der wäre sogar ein ganz okayer Bannerträger wieder dann. Gute HP. Schlechten Melee-Skill, schlechte Defense. Nee, der ist halt nur, der ist sich halt nur sicher, dass er nicht stirbt. Famous Last Words und so. So, ab zurück nach Brunnendorf, I guess. Wir gucken mal in Dolmen vorbei, was geht denn da ab? Können wir da die Diamanten, die Edelsteine mal nicht direkt verkaufen vielleicht? Für gute Preise, aber ich glaube, Dolmen sollte eher light sein. Oder auch wieder gut dabei. So. Hier 700, direkt 150 Gewinn. Easy peasy lemon squeezy. Hier können wir auch die anderen. Achso, hier ist auch noch Müll mittendrin. Können wir sowas noch verkaufen? Bin mir nicht sicher bei den Heater Shields, wenn ich dem das geben will. Ich hab noch ein paar. Achso, das Level Up müssen wir auch noch machen. Erstmal hast du gar kein Schild mehr, Sepp. Was ist denn da passiert? Du hast 76, dann kannst du, glaube ich, ein Heater Shield tragen. Und wir haben hier noch jemanden, der aber nicht genug Ausdauer hat, um einen Heater zu tragen, würde ich sagen. Nochmal minus 4 ist echt wenig dann mit Mozzarella-Bräune. Der wäre dann echt nur am Rumstehen. Meh. Das plus 3 nehmen und das hier nochmal plus 1 ist schade. Bleiben hat man 69, ne? Nice und so. Plus 5, plus 4. Ja. Ben the Leader. Ist Level 11 und kriegt noch zwei Perks, genau, weil er ja Student hatte. Das ist die Frage, was wir uns holen. Wahrscheinlich Killing Frenzy? Hat er die Flail Mastery noch gar nicht? Ich Vollidiot. Hier, Flail. Extra Hitchhands und sowas haben wir die ganze Zeit nicht drin gehabt. Jetzt die Frage. Das hat er. Relentless hat er. Wir könnten Killing Frenzy geben, was aber gar nicht so häufig triggert. Weil er gar nicht, ist nicht so der harte Killer. Ist halt ein Tank. Wollen wir dann Taunt nehmen? Oder, ich glaube nein, Lives lieber, weil ich den behalten will. Für den Fall, dass er doch mal viel abkriegt. Hat er eine Runde länger zum Überleben. Wobei das halt auch super situativ ist. Eigentlich soll der gar nicht in dieses Problem kommen mit 123 HP. Und dann mit einem HP wiederkommen. Fearsome hat er schon. Fearsome hat er schon. Ach, Dominant Mind. Fortified Mind meinst du, oder? Gibt sonst nur Indominatable. Aber Resolve, denke ich, kriegt er schon genug. Also der hat 58 plus der kriegt vom Bannerträger, wenn er drin ist, irgendwie 12. Also der ist irgendwie bei 70 Resolve. Aber klar, du hast schon recht, Fearsome triggert halt im Zweifel dreimal, wenn er dreimal hittet. Und dann könnte man ihn, da ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, wobei Fearsome halt nur so ein Prozent ist. Und das auch wieder, also das ist irgendwie, Moment. 20% von meinem Resolve minus 10. Lassen wir die minus 10 mal weg, weil die einfach immer da ist. Dann ist das 20% von 25% extra. Ist also 5% mehr Resolve Verlust, die sie kriegen, wenn ich Fortified Mind kriege, nehme. Hm. Also 5% von meiner Resolve. Kriegen sie weniger Resolve. Weiß nicht, ob sich das lohnt.
Ist ja nicht der Damage wichtiger, weil auch Resolve nicht bei allen Gegnertypen triggern kann, aber Killing Frenzy schon? Oder halt Taunt, weil ich das immer benutzen kann? Nee, Moment mal, Headhunter! Wir können doch einen garantierten Headhit machen. Entweder Headhunter oder Fatigue Recovery wahrscheinlich, ja. Aber wir können doch mit der Waffe hier garantierter Headhit und so machen. Und wir haben 3 Versuche zu treffen. Ist your next attack, guaranteed Headhit. Alliierte Zwubelchen, was? Faktisch Recavario? Faktive Recavario klingt wie lateinisch. Ach, Fatigue Recovery. Oder italienisch oder so. Bei langen Fights hatte ich schon Probleme, da hast du recht. Aber wäre schon ganz gut, wenn er sich mal recovern könnte. Na gut. Wobei, so viel hat er gar nicht. Naja, er kriegt jetzt Fatigue Recovery. Kriegt jetzt den Utility Spell. Ist Rotation echt wichtig? Ja, ich merke es auch, dass es echt praktisch ist. Man hat doch mal irgendwo überrascht wird, dass man das korrigieren kann. Stimme ich dir zu. Aber du brauchst, glaube ich, nicht auf jedem, aber so auf der Hälfte ungefähr, würde ich sagen, von den Frontlinern braucht man es. Um da halt Sachen korrigieren zu können. Zwubel, wie war deine Woche? Was geht bei dir? Sind Backup-Tanks. Ich mache einfach regelmäßig Fehler. Am Nomad Archer, many Nomad Outlaws. Outlaws sind die Stufe 2 Einheit, ne? Aber das... Ich mach einfach mal weiter auf Risiko. Also hier ist gerade Nomaden. Ich weiß nicht, wo die Nomaden herkommen, aber hier geht... Nomaden. Goblin Raiders, 6 Stück. Karax Longnose. A few Goblin Ambush. A few Goblin. Moment, 6 Stück mit einem Champion? Das sollten wir doch machen, oder? Das ist, also. Das sind 2 bis 3 von jedem. Alles still liegen lassen und hinterher. Ja, würde ich auch sagen. Alles gut und super, habe nun eine Runde Urlaub. Geil! Bist du zu Hause oder machst du irgendwo anders Urlaub? Ja genau, das sind 6 Stück mit einem fucking Champion. Engage! Aber sowas von Engage. Aber wir haben einen Level 1er dabei, ne? Das ist so, glaube ich, der Level 1er so Sacred. Das war vielleicht nicht optimal. Au! Wer von euch ist der Champion? Das sind ja schon alle. Goblin. Hier, der hier vorne ist der Champion. Ah, das sieht man sogar oben am Symbol, okay. Pause ist das Beste. Nice. Ha. Können wir... Ne, wir kommen nicht vorbei an dem. Ich habe einen Necromancer Champion engaged, obwohl er 20 aber wieder Gänger hier vorne aus den 6 Geister dabei hatte. Hat 2 permanent Injuries erhalten und dann nur das Dagger bekommen. Ja, live it was live it, aber was für ein Dagger. Ich glaube, weiß gar nicht, Zwubelchen, ob ich dich hier noch habe. Ich glaube nicht. So, du, dann Juschka. Doch, du wärst ja schon jemand, der den hier nehmen sollte eigentlich, aber ich komme da nicht ran. Du solltest eigentlich den immer overwhelmen, das wäre ganz geil. Insgesamt Drawn muss man hier hin moven. Ein Dagger ist der Hammer. Okay. Wir haben schon 2 Leute vergiftet. Das ist ja echt unangenehm. Wie viel Gift Damage ist denn das? Achso, 3 AP minus Vision minus Initiative. Aber es ist gar kein Damage, ne? Das ist nur. Nur AP. Stimmt, das ist kein Damage. Das ist nur AP. Das ist nur aufhaltend, verlangsamend. Lame. Kann Xeli das mit übernehmen? Ja, der hat nur 33 Defense, den würde ich eigentlich jetzt ungern direkt da reinstellen wollen. Du übernimmst den hier oben mit, würde ich sagen. Und du läufst hier mit ran. Äh,
du gehst hier. Du kannst, glaube ich, den auch ganz gut tanken. Dann Yushka nimm ich. Was? Yushka nimm ich? Habe ich das gesagt? War nicht meine Absicht. Hier ist halt direkt ein Schuss. Stell's mal hier hin und hoffen, dass wir dann Sepp 1 rein bewegen können. Dann können wir hier noch einen reinmoven und dazuhauen. Bester Plan, und dich stellen wir direkt hier hin, dass du hier oben die Leute verprügeln kannst. Oh, der hat direkt. Der hat ein Range-Ding dabei, was wahrscheinlich seine Waffe ist. Sein Legendary, das sieht so special aus. Au! Ist halt absolute Frechdachse, wisst ihr das? Aber jetzt kann ich Ben hier hin moven, damit die nicht mehr schießen dürfen. So. Du bist der Longnose, ne? Jetzt komme ich natürlich nicht mehr durch. Haben wir nochmal den Hund hier rein. Für mehr Manpower. Also die Range-Problematik ist gegeben. Nur mal ehrlich. Die Range-Problematik ist gegeben. Das ist echt nicht so geil. Hier hin und den töten? Oh, dammit. Dammit. Du kannst da rein und nochmal 33, das ist echt nicht viel, ne? Sind wir mal ehrlich. Sind wir mal early. Ich würde sagen, du machst den Hund und bewegst ihn weg. Weil ich eigentlich nicht will, dass hier noch jemand, noch mein Level 1er stirbt in der ganzen Aktion. So, sonst hört man dann den und move ihn weiter rein. Mach mal den platt. Sollte eigentlich nicht mehr allzu weit kommen dürfen. So, du benimmst ja hier. Mach mal einfach den. Batz, einer tot. Geil. So wirst du jetzt nicht so der Killer, ne? Vielleicht hätte ich das anders formulieren sollen. Ja, hier rein, dann wurde nur von dem abgestochen. Jetzt finde ich, dass da diese Runde reinlauf schon. Nee. Ganz nach unten? Muss eins nach unten. Zack! Hat keinen Bock mehr so. Ach, ich darf nicht overwollen, weil ich zu spät dran bin. Ja, klar. Guter Hit. Der rennt. Geil. Dann lasse ich den da reingehen und du hilfst hier hinten mit. Misch dahin. Und du schnitzt den mit auf. Da waren 9 Lives triggered. Na gut, da kommt Sono halt wieder zu spät, ne, für seine Killing Blows. Und Wuffy? Ah, Wuffy trifft nicht. Schade. Das war ein Hit. Der hat einfach alles, das ganze Gesicht zersplittert für einen Hit. Geil. Champion, give me that. Wir haben einen Champion gekillt. Und ein Legendary Perfidious Heartspike bekommen. Das ist das normale. 25, 90, 50 bis 70. 50 bis 70 ist gegen Armor effektiver und hat weniger Fatigue. Okay. Okay. Das war unser erstes Named Item, by the way. Errungenschaft Bling Bling bekommen. Also, das war entspannt für ein Champion Fight. Das war sehr entspannt. Das ist auch direkt das Dreifache oder sowas wert, ne? Also das ist ja irgendwie 700 wert und das ist 2200 wert. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn man vergleicht mit dem 60 bis 80 und 100%. Ja, aber das ist trotzdem, also die Basis ist halt scheiße. Ich glaube, das Basis-Item ist halt echt Müll und dafür halt einen Name zu kriegen, ja wow. Das wird halt verkauft, also wirklich, das ist halt wirklich Müll. Wenn ich das damit vergleiche mit der Pike. Okay, die hat viel mehr Fatigue. Das ist das Einzige. Ich kann denn das besser im Rucksack behalten, weil es weniger schwer ist. Aber ansonsten, von den Damage-Stats her und so, ist es halt nicht so geil.
da ist halt die normale Peak irgendwie schon auf dem gleichen Niveau. So, Zwubelchen. Haben wir Zwubelchen? Ist Zwubel tot? Natürlich auch häufiger mal sein, dass Zwubel tot ist. Ben, M-Line, Sono, John, Ricky, Zeb, Danjushka. Exi, Topsi, ne, wir haben keinen Zwubel mehr. Die Frage ist, ist Zwubel tot oder hat man Zwubel nie? Entweder haben wir Zwubel in Rente geschickt oder wir hatten Zwubel nie. Ich sterbe gerne. Geil, dann können wir dich ja opfern für den Blutgott. Finde ich eine gute Option. Dankeschön. Da muss ich nicht mehr drüber nachdenken. So Sono bzw. Xan eigentlich doppelt. Weil ich beide Persönlichkeiten von euch einen Platz in meinen Reihen geben wollte. Deswegen. So, wie sind die Preise? 17. Gar nicht so geil. Gar nicht so geil. Was geht hier sonst noch? Achso. 167 ist auch nicht so geil. Ja, und dann gibt's hier sonst nur Farmen, Leute. Aber hier 370. 370 nach Suderbusch. Ist relativ nah dran. Allerdings kriegen wir wahrscheinlich einen Fight, wenn das zwei Sterne hat. Greenskin Horde ist terrorizing. Okay, das ist wieder Green. Marauding Greenskins. 2600 ist ordentlich. 2600 ist ordentlich. Around Sandfels ist es halt schon wieder. Fast 3000. Da haben wir die 10.000 erfüllt, die wir für die Ambition brauchten. Und wie gesagt, hier ist noch. Hier ist noch die letzten Reste des Heiligen Krieges. Das ist schon immer da. Deswegen bin ich da irgendwie. Ich gehe wieder nach Kronenkog. Kronenkog war gut. Würde ich sagen. 4 Tools and Supplies, 13 Stunden. 2 mehr Tage, aber 33 Rationen pro Tag verbrauchen. Okay. Dass die Ambition nicht triggert, obwohl wir die. Ach, jetzt haben wir die 10.000 nicht mehr, ne? Das ist immer. Na ja gut. Müsste was verkaufen für die 10.000. Hier, die zum Beispiel. Können wir verkaufen. Und das, ich glaube, hier ist nämlich eh 20er Preis. Genau, hier ist der Preis sehr gut. Ja, aber das. Nee, ich behalte es nicht. Wie gesagt, die Fatigue, okay, aber. Der Backliner hat eh nicht so das Fatigue-Problem. Und mit dem Frontliner, der gleichzeitig Polearm macht, der Polearm und irgendeinen anderen Kampf gleichzeitig macht, verkaufe ich glaube ich lieber für 500. Gesamtwert 2400 ist weniger als die Handcannon. Ah! Ah, geil, geil, geil. Eieieiei. So, was gibt's hier? Nach Mordorf. Mordorf war auch gar nicht so weit weg, oder? Suderbusch ist. Ne, Mordorf ist sogar. Doch, Mordorf ist ein Stück. Weil hier geht's nicht durch, hier geht's nur hier lang und dann wieder so zurück. Hier durch zu. Wie es schon sagt, Mordorf. Ne, Mordor. Ist halt gar nicht so einfach. Da durch zu moven. Die Verletzungen sind geheilt. Das geht hier ab. Immer nochmal Adventurous Noble. Aber da will ich eigentlich jetzt nicht investen. Wir haben hier nochmal einen Bleeder Impatient. Ist nicht so sonderlich talentiert für irgendwas. Aber besser als keine Kronen zu verdienen, oder? Na komm, let's go. Visuals keine Kronen zu verdienen. Auf nach Mordorf. Bin halt aktuell gerade einfach im Kronengrind, aber die nicht ausgeben wollen für die Ambition. Ihr müsst aber jetzt, Moment, ich krieg 246 kostet mich pro Tag, dann sollte es jetzt aber. Ich habe das überprüft immer am Mitte des Tages, wo ich auch meine Leute bezahle, ob ich das hier erfüllt habe. Und das sollte dann jetzt mit dem nächsten Tag passieren. Aufs Essen haben wir auch noch. Und ich weiß nicht, warum Sonnenwehr immer. Sonnenwehr hat einen Auftrag! Fuck. Das erste Mal, dass ich bewusst wahrnehme, dass Sonnenwehr einen Auftrag hat. Das ist echt krass, wie selten die irgendwas ausschreiben. 13 Brigands. Thugs, Markmans, Raiders.
Und einfach nur fürs Training machen? Einfach nur fürs Leveln der Leute? The Sacred ist übrigens gar nicht Level 1. Das ist einfach nur Scheiße. Er hat einfach nur scheiß Ausrüstung. Haben wir nicht noch schwerere Sachen für den? Erstmal kannst du Sacred den besseren 140er-Helm kriegen. Das ist die Nummer 1. Der hat jetzt nur 115er Rüstung. Ich habe keine... Nee, ich habe nur 110er Rüstungen sonst übrig. Shit. Ein gutes Schild hat er schon. Aber du kannst das Noble Sword kriegen. Hier, zack. Für mehr Damage. Wenn das auch in Benutzung ist. Du tauschst mal wieder. Du bist besoffen sexy. Ja, geil. Geil. Hey, machen wir den Kampf jetzt mal nicht. Der kostet nur wieder Ressourcen. Wir gehen auch links rum tatsächlich. Es scheint schneller zu sein als hier mittendurch. So, aber warum triggert das nicht? Have at least 10.000 Kronen. Haben wir doch. What's your fucking problem? Oh, ein Hedge Knight. Die könnten uns jetzt angehen. Lots of bringing raiders, some marksmen. Ja, die wollen uns nämlich auch. Bin ja immer sexy, nicht nur besoffen. Ach, Xan, du hast mal wieder Clown gefrühstückt, wa? Ich überlege gerade ernsthaft, ob wir das machen, um versuchen, die Hedge Knight-Ausrüstung zu kriegen. Ja, deswegen bin ich gerade am Überlegen. Problem ist, die Marksmen und die Raider, die wir außenrum machen müssen, wir müssen den irgendwie tanken dafür. Let's go. Wir versuchen es, aber wir müssen irgendwie den Hedge Knight tanken. Wo ist er denn? Brigand Raider? Er muss hier drin stehen wahrscheinlich. Gerade nicht sichtbar. Ja, Ben wäre ja schon derjenige, der den Hedge Knight versuchen sollte zu tanken, wa? Wenn dann... Oh, der hittet sogar. Frechheit. Oh, der hittet auch. Schweinerei. 82 bis 23 sind schon Poggers. Wie gesagt, ich versuch's ja, Xan. Ich habe mich darüber reden lassen. Aber der Hedge Knight moved nicht, die Sau. Die miese Sackbratzen. Das ist wieder der verfluchte Helm, ne? Ah, hier unten ist der Hedge Knight. Da steht er. Ja, der wäre ja eigentlich schon Danjuschka, unser Typ der Wahl, ne? Der wird wieder rumgeworfen, ey. Dieses Rumgeschmeiße finde ich immer. Und wie viel hat er? 320er Rüstung und 300er Helm. Holy moly, ey. So ein bisschen gucken, wer dann da unten in der Richtung übernimmt. Sonix, wie gut bist denn du? Du bist gar nicht so gut. Aber einen Raider sollst du doch hinkriegen, oder? Zusammen mit Masumoto. Sollte doch klappen, oder? Und zu Sacred. So, da hätte ich noch einen Hund nehmen können, ich Vollidiot. Geil, das ist schon mal ein guter Start. Wir müssen halt eigentlich erstmal alle anderen killen. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Oh, der Hedge Knight hat Bock. Der Hedge Knight sieht das anders, der will nicht alle anderen killen. Mach mal den mal ein bisschen aus hier. Der kann hier auf ihn sogar offen schießen, ne? Das ist ein bisschen doof. Mit dem Tornskill kann man Leute auslachen. Du musst den Tornskill machen, damit du auslachen kannst.
Ja, meine Axt-Dudes will ich jetzt eigentlich nicht darauf loslassen, tatsächlich. Weil die zerlegen ja die komplette Rüstung von ihm. Genauso mein Backliner hier. Was denn du hier eigentlich? Und dann? Wuffis darf ich dann aber auch nicht einsetzen hier unten. Das ist alles ein bisschen doof. So, Ben, musst mal dahin. So. Der darf nicht werfen mit seinem fetten Ding. Das tut leider ein bisschen weh. Der über Wohen den einfallen sollte eigentlich nichts treffen. Ben hat sogar den Underdog-Skill, dass er nicht so einfach surrounded wird. Ach, come on, als ob er jetzt so viel hittet. Peaks, Motherfucker. Helfen, glaube ich, hier lieber mal mit. Um die Leute rauszukriegen, die um den Headshot sind. Aber das Problem ist, dass der Headshot, wenn er zuhaut, wahrscheinlich, wenn er trifft, uns komplett aus dem Leben böllert. Es ist echt unangenehm. Wir machen mal so. Ja. Und Dolch in die Hand, I guess. Ich wollte ihn da oben runterhauen. Sehr gut, der erste hat schon mal nicht gehittet von ihm. Schade. Du kannst auf den einschlagen. Sepp geht mal da, dass ich nicht mehr werfen darf. Und du versteckst dich mal, glaube ich, noch ein bisschen hinter dem. Du rennst schon, aber dort können wir dann... Ich glaube, du bist aber eher dran als der, oder? Wir gehen mal lieber noch einen Schritt nach unten. Oh, da ist schon einiges an Moral geflogen. Wir haben immer noch die Aua. Oh, hinter einem Kite-Shield, ey. Das ist so frech. Das ist so frech. Ja, und diese Hits dann auch noch, ey. Aua, 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 aua. 76, 69. Du bist gefährlichster. Davon. Eieieiei. Ich muss halt die Leute rauskriegen, wenn ich die... Ich kann ja meine Hunde jetzt nicht einsetzen, das ist ein bisschen das Problem, weil die würden auf jeden Fall den Hedgeknight zerkauen. Schade. Da oben ist halt noch ein Range-Dude, das gefällt mir halt. Der ist halt echt dumm gefährlich. Hier, mach mal den Kill. Damit wir den aus dem Weg haben, damit wir den Platz haben von ihm. Ah, wir sind schon einmal durchgekommen. Jetzt hat er schon Wavering. Nice. Das ist ja mega gut. Ja. Hunde wollen wir nicht, haben wir gesagt. Tendenziell. Ah, genau das meine ich. Das war halt ein Hit. 37. Ein 37er Hit, ey, das ist halt. Hedgeknight ist halt fucking Hedgeknight, ey. Und wegschubsen. Ich kann ihn wegschubsen. Und mich da so dazwischen stellen, damit er dann auf den nächsten gehen muss. 46, 52. Der rennt, das ist schon mal auch nochmal ein gutes Zeichen.
Der Hit war echt übel. Ich will mich eigentlich nirgendwo anders hinstellen. Okay, das heißt, du rennst, du bist es nicht mehr so das Problem. Bist du das Problem. Dann verprügeln wir dich halt. Und Taunten zwingt Leute aber nicht dazu zu moven. Spannenderweise. Ich glaube, dich müsste ich eigentlich jetzt wegschubsen, weil du könntest dann versuchen, meinen Jorn zu killen. Auslachen darf ich ihn aber nicht mehr. Moment, hat der Nyushka nicht Taunt gehabt? Naja, dann nicht. Wer hat denn Taunt gehabt? Aua! Stop it! Uiuiuiui, 46, 21. Wenn ich hier hingehe, kann er mich pieksen, deswegen nehmen wir den 46er und treffen die dahinter. Das ist für mich auch fein. That's fine by me. Der rennt schon. 58 nicht gehittet, schade. 81 nicht gehittet, schade. Wiederholt sich nicht. Der hier kann hier reinschießen, deswegen will ich da nicht rausmoven aus der Deckung. Wir konzentrieren uns wenig auf eine Flanke, deswegen kommen wir nicht so gut voran. Insgesamt, der da oben, okay, der hat hier geschielt wohl, ne? Ich muss jetzt doch Hunde einsetzen, um da oben mitzuhelfen. 50%. Schieben wir mal ein bisschen rum hier. Das ist so übel. Es ist so übel. Es war ein 26er Roll, Mann. Ein 26er Roll. Ja, und er versucht ihn jetzt zu killen, sag ich doch. Alter Scheiße. Geh du mal da oben runter. Ja. Und die 70er hittet wieder nicht. Also, hier sind ein paar echt gute Rolls einfach nicht reingegangen. Das ist ein bisschen eklig. Müssen wir mal ehrlich sagen. Müssen wir mal ehrlich sagen, das ist nicht cool. Okay, der rennt. Kann ich mich oben hinstellen und dort alle antanken, hier ziemlich. Alternativ werde ich mit Bendis runtergehen müssen. Ja, ich will den Hund hier brauchen. Ich will den hier mal rauskriegen. Also ich kann nicht mehr komplett Rücksicht auf die Rüstung nehmen. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. 90 hittet wieder nicht. Ach komm schon. Das ist so wieder der vierte 80 plus Hit, der dich trifft. In dem Match. Einfach nicht witzig. 48, 46. Zack. Der ging zum Glück diesmal daneben. Also das ist jedes Mal, wenn noch so ein Hit und... Da ist einfach... Okay, der rennt. Und darf ich nicht wegstoßen? Dann machst du den. Der Hoffnung, dass Jean dann genug Defense hat mit 51, dass der hier unten nicht hittet. Du rennst schon, das gehen wir dann einen Step rein und hauen dich, dann rennst du auch. So, 83. Wieder nicht gehittet, also das ist... In dem Fall ist gerade hart der Wurm drin.
Okay, der hat keinen Bock mehr anzugreifen. Das ist eine gute Nachricht. This is a buff. 60er hinten halt auch nicht, ne? Komm schon, Hundis, fresst ihn! Ich habe sehr viel Angst tatsächlich um meine Leute gerade. Sehr, sehr viel Angst um meine Leute gerade. Schade. Da darf ich nicht. Mach mal den weg und laufen dann hier hin. Ja, ich gehe jetzt da drauf. Ich muss ihn ja auch noch irgendwann töten, sowieso. Der Head schneidet gleich wieder dran. Puff. Keine Ausdauer mehr. Scheiße! Unser Rangy. Moment, Headschneid. Der Headschneid rennt! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Er ist so fleeing. Yes, 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 Fearsome. Rette mir den Arsch. Rette mir den Arsch, Fearsome. Die rennen. Ich glaube, bisher hier rennen alle. Da. Der ist der Einzige, der nicht rennt und. Ja gut, der hat theoretisch noch Moral, aber. So, jetzt ist der auch schon mal weg, der nicht rennt. Haben wir den platt gemacht. Jetzt müssen wir ihn hier unten einfangen. Gib mir den Dagger. Und der hat aber einen anderen Skill. Der Katal-Dagger hat nicht den Ignoriere-Armor-Skill. Jetzt kommt da. Die Hunde, ja, die Hunde geht mal dahin. Das ist perfekt. Rennt ihr die runter? Ich kümmere mich hier unten drum. Gute Idee, ne? So, ja, du sollst es eigentlich gar nicht mehr. Wenn wie viel? Du hast super viel Melee-Skill. Hier. Gehst damit ran. Nur anpieksen von dem Dude. Ich glaube, du hast auch super viel Melee-Skill, deswegen gehst du da auch mal dran. Anpieksen von dem Dude. Und du hast, glaube ich, nicht so viel Melee-Skill. Kannst einfach stehen bleiben. Dir geht's nicht so gut. Du bist sowieso ein bisschen kaputt. Schade. Einer, hier, unser Sepp muss dann noch hier hin. Sepp muss hier hin. Er hat auch gut Melee-Skill und einen Höhenvorteil. Let's go. Wird abgestochen. Kann ich mit dir noch nicht mehr machen. Ja, und du musst eigentlich tauschen, weil du hast den falschen Skill. Lands a deadly hit on a debilitated target to finish it off. Damage to hit points. Can ignore armor. Inflicts damage to armor. More damage against and. Das inflicts 33 more damage against and ignores additional damage to armor targets that have dazed, stunned or trapped in net status effect. Aha. Gibt ein Achievement dafür, aber das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht benutzen. Deswegen tauschen wir mit dir. Damit überhaupt jemand steht, damit nicht weglaufen kann. Nee, nee. Run them down. Nee, 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 hier wird nix. Hallihallo Code Blue. Guten Morgen. Ja, ja, ich bin dein Frühstückslurk und wir reden nicht darüber, was mit deinem Charakter passiert ist. Ja? Sehr gut. Haben wir uns geeinigt. Eine gute Option. Ähnlich eine gute Option. Dein Yushka hat nicht so viel Melee-Skill, ne? Deswegen bleibst du erstmal hier stehen. Der wird abgestochen. Nicht von dir. Offensichtlicherweise. Schade. Aber von dir. Ach, der mit die Ausdauer, ey. Die Ausdauer ist eine Problematiko. Der One-Hit! Der fucking One-Hit! Ist aber wirklich wegkommt. Aber er darf trotzdem nicht. Hä? Er darf nicht abhauen. Das finde ich schräg. Also er ist schon auf dem Fluchtfeld und darf nicht raus? Und das? Wie ist denn das passiert? Guck.
Damit. Damit. Er ist dran, du bist dran. Komm schon, jawohl. War noch engaged, war? Ne, war er eigentlich nicht. Ja, wir haben uns gebrochene Rippen zugezogen von Jean. Und ein kaputtes Bein bei Sono, also weil der Hammer hat ordentlich reingeklatscht. Wir haben aber seine Rüstung bekommen, 320, wir haben seinen Helm bekommen. Und wir haben seinen Two-Handed Mace, wir haben alles von ihm bekommen, holy geil. Die sind richtig viel wert. Die sind richtig viel wert, das fühlt gut. Wir müssen ein bisschen gucken, weil ich glaube, wir haben hier ein bisschen eine Wertproblematiko. Jo, danke, 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 danke für den Applaus, danke, danke, danke. Gerne wieder, gerne wieder. Ich überlege gerade, was sind davon die wertvollsten Sachen? Die sind 200 wert, flat. Die ganzen Rüstungen, und da ist schon mal was Wertvolleres, das wird wertvoller werden. Ein bisschen Reparatur. 130, ja, 200 dann wahrscheinlich als nächstes, ne? Dass man nicht nach Wert sortieren kann, ist echt schade. Also nach jetzigem Wert auch. Wäre ja auch okay für mich. Dann packen wir dich nochmal hier hoch. So, wir haben nämlich noch ein bisschen Platz. 100. Das ist noch was wert. Das noch was wert. Das noch. Ja, hat. Und jetzt haben wir voll, aber wir können theoretisch noch 1, 2, 3 Sachen mitnehmen, weil die lösen sich auf. Also die werden in unseren Stacks getan und haben eigentlich keinen Inventarplatz. Das ist nur zum Looten, dass sie Inventarplatz wegnehmen. Deswegen sollten wir die drei wertvollsten Sachen nach oben schieben. Und wahrscheinlich der Dolch. So, lief. Denken wir jetzt mal der Sound. Okay, das war ein Fight. Wenn ich mal einen Fight gesehen habe. Hier, Xeli kriegt dafür ein Level Up. Plus 2. Moment, plus 2 Fatigue ist ja gar nichts. Der hat auch plus 2 Resolve, also. Boah. Hallo Deggo, wunderschönen guten Tag, guten Mittag. Das ist ja eine Katastrophe, was der hier hat. Der hat ja gar nichts Gutes hier drüben gerollt auf den Defensivsachen. Dann können wir auch Range Defense geben, was aber auch kein guter Roll ist, was natürlich auch der Minimalrolle ist. Weil dann halt Resolve fixen, I guess. Da ist nix, wenn er Frontline soll. Rennt uns irgendwann weg. Er kriegt jetzt nämlich Battleforge, weil er hat ja schon die fette Rüstung. Ja, 81% mit den dicken Sachen. Mal kurz gucken, du hast einen kaputten Wange. Wirst du von M-Lane ersetzt? Jean hat die gebrochene Rippen, das ist minus Fatigue. Würde man sagen, er wird Sexy ihn ersetzen und Sono hat das Bruised Leg, minus Initiative und extra Action Point. Dann noch später dran. Hat irgendwie auch keinen Unterschied mehr, dann ersetzt Topsy ihn erstmal. Wir haben es. Auf jeden Fall nicht mehr unsere Top-Dudes im Fight. Sind wir mal ehrlich. Deggo, wie war dein Tag oder deine Woche besser gesagt? Was geht bei dir? Ab nach Mordorf. Achso, wir sollten darauf noch einstellen, dass die ganzen Sachen repariert werden, die wir jetzt gelootet haben. Hier die fetten Dinge. Das natürlich auf jeden Fall auch. Also der Zweihand-Mace, wenn jemand, der relativ zuverlässig trifft, ist der halt. Der ignoriert von sich aus 50% Armor. Und macht mindestens, also der macht mindestens 30 Health Damage, wenn er hittet. Der ist halt. Der Fuck. Der ist schon sexy, sind wir mal ehrlich. Haben wir auf dir, wir haben auf dir schon nichts Cleaver Mastery. Haben wir noch jemanden, den wir auf Zweihand bauen wollten, der relativ niedrig ist? Du hast schon Axt. Du hast schon Axt. Du hast, glaube ich, die Pole Arm Mastery. Yes. Brauchen wir nochmal irgendwann einen Zweihänder für den Zweihand Mace, den wir hier haben. Das würde sich schon mal anbieten.
Mozzarella-Bräune zum Beispiel, aber der kriegt nicht genug Defense, glaube ich. Überrascht, auf einmal war es 10 Uhr, als ich aufgestanden bin, da ist der Tag schon so ein wenig weggelaufen. Ja, deswegen habe ich auch erst um 10 angefangen zu streamen heute. Also für mich war es auch so ein, ja, um 9 wird's nix. Obwohl mir das jetzt nicht überraschend kam, mir war relativ klar, woher es kam. Hat Sonics? Sonics könnten wir auch theoretisch umbauen. Weil der hat ja über 10 Melee-Defense schon und Level 5. Und der hat sogar extra Melee-Damage, also der würde richtig reinkloppen. Von daher könnten wir es, glaube ich, mit ihm sogar versuchen, dass wir ihn auf den das Zweihand... die fetten Zweihand-Mace bauen, dann als Flankierer oder Lone Wolf oder sowas bauen, dass er einfach weit weg ist und dann komplett... Ich glaube... Kann ich jetzt gerade nicht testen, weil ich keinen Inventarplatz habe, aber ich glaube, das Ding hat einen AOE-Bereich, also dass er komplett um sich rumschlagen darf. Wobei, das ist ja der Typ doch mit Sicherheit... Ach, der ist dann gerannt, ne, wo er komplett umstellt war, der war vorher nie umstellt. Was ist denn jetzt mit meinen 10.000 Kronen Ambition? Die habe ich doch schon lange erfüllt und hier sind wieder... Hier gibt's wieder... Need to pay more for this, okay, machen sie nicht. Nightmares für 490 ist halt nix. Also da kann es eigentlich nur 3 Alps sein und sonst eigentlich nix oder sowas. Also 4. Enrichment... We need to pay more for this. Patrouille, 84 Kronen. Ich warte mal kurz bis Tag ist. Ah, da ist die Ambition. Ja, finally. Alle Leute sind happy, dass wir Ambition erfüllt haben. Und da ist der Heilige Krieg vorbei. Aber ich habe ja gesagt, ich will weiterspielen. Of course, certain things you can unrealize in the celebration, the bodies of the defeated, you've won, Battle Brothers, blood will be signed, faith replaced the old gods. Need their commander, we need to go on. Oh. A traveler hails your party from the roadside. He says he's on his way to Sandfest, but that he wouldn't mind a rest. The next question he has is an obvious one. He wants if he's right to stay with you. Ja, wenn du mit Kultisten die Nacht verbringen willst, ich würde sagen, der ist mehr in Gefahr als wir. We have got the things that let them see what they look like. Mirrors. Okay. You got a mirror right here. Was? You sit where to find another unfortunate looking man stairs. That's the name. Wish I had one. I hadn't seen my own face in well ever. Maybe a bit of a look when staring into a pond, I guess. He got a mirror right here. The man stares into the mirror like he was watching his own death. He rubs his chin and turns his head, desperately looking for some angle that won't disappoint. I'll be damned if my mother ain't the biggest liar that ever walked the earth. Look at that ugly mug. He hands the mirror back and can't help but laugh at his unfortunate visage. Well, I suppose I no longer have to wonder why the woman folk run from me. You're welcome. Yo, what? Der arme Dude. Direwolf Peltmantel haben wir, glaube ich, genug. Wardog Armor haben wir, glaube ich, genug. Hier, Snake Oil. Craft. Wieder ein bisschen Kohle machen damit. Oder? Haben wir davon genug? Ja, doch, irgendwie schon, oder? Achso, wir sollten vielleicht die fetten Rüstungen auch verteilen an Leute, die genug Ausdauer haben. Wie Masumoto. Hier, Masumoto. Wo ist die dicke Rüstung hier? Du hast jetzt eine 230er Rüstung, kriegst du jetzt eine 320er Rüstung. Bam! Hast immer noch 76. Fett! Fett, 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 fett. Können wir dir aber eine bessere, hier die 230er geben. Und wo war der Helm jetzt? Da. 150er Helm. So sacred. Hat immer noch 70, ist immer noch nice. Ist immer noch nice und fein. Ja. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt haben wir mit dir schon einen ganz schön ekligen Menschen hier an unserer Flanke. Muss man ja mal sagen, ne? Mit der Waffe und fett ausgerüstet und Battleforge und allem. Und wenn er dann noch Killing Frenzy kriegt, das wird spaßig, ey. Der wird richtig reinlangen. Ein Deko haben wir leider nicht mehr und ich glaube Code Blue, wie gesagt, ist, glaube ich, gestorben. Oder ich habe ihn in Rente geschickt. Deko ist gestorben. Aber ich glaube Code Blue habe ich in Rente geschickt, weil es dem echt nicht gut ging. Der war übel verkrüppelt.
könnten eigentlich die Nightmare Quest schon machen, oder? Ach so, wir sollten mal Müll verkaufen hier. Die Wurfscheiße zum Beispiel, brauchen wir echt nicht mehr. Wie ist denn der Preis? 16. Den Rest soll man aber nicht verkaufen. Können wir aber hier das kaufen dafür. Wir brauchen 49 Tools, wenn wir das alles reparieren wollen. Ich brauche das Geld aber gerade nicht. Ich nehme mal kurz Essen mit, weil wir da nicht mehr so viel haben. Und ein Wildman gibt es ja noch. Bin auch alt, ich verstehe das. Es wurden die Umstände. Yes! Diese Nacht wurde eine Stunde vorgestellt, Code Blue. Diese Nacht wurde eine Stunde vorgestellt. Wir gehen mal nach Wolfenburg und gucken mal, was da abgeht. Weil wir wollen jetzt eigentlich wieder das Geld ausgeben. Wir wollen die 10.000 Kronen ja nicht einfach rumliegen lassen. Wir können ja immer noch unsere Waffen und so weiter skalieren. Und ich glaube, in Wolfenburg mit dem Workshop und so gab es da ein paar Optionen. Also hier gibt es ja einen Schmelzofen und einen Workshop. Ich glaube, da gab es ganz gut Waffen. Schon eingeredet, dass ich total gut geschlafen haben muss. Nee, hast du nicht. Wurde einfach vorgestellt. So, Armorer. Die wird sieht witzig aus, die 160er. Wir können hier noch eine 240er kaufen für sau... Nee, gar nicht so für sau teuer. Die ist 4000 wert und kostet 5600. Das ist voll okay. Preise sind ja auch auf 17. Frage ist, haben wir noch Leute, die schwere Rüstung tragen können? Also so schwere Rüstungen. Aber ist das Sacred jetzt knapp? Du sowieso nicht. Bei dir wird's knapp. Wir haben nicht eine Ausdauerproblematik. Du bist sowieso ein Noble. Und Sepp genauso. Wir haben, ja, M-Lane könnte bessere Rüstung tragen, ist aber ein Backliner. Gibt also keinen Grund, ihr zwangsläufig Backer... ihm bessere Rüstung zu geben. Jo. Sono hat gute Rüstung. Jorn hat gerade ein Ausdauerproblem durch gebrochene Rippen. Das minus 30%, also der ist auch nicht so gut dabei. Wir sollten zumindest auf unsere eine Zeit einigen. Der Mozzarella-Bräune, mit den Leveln sollte er gute Rüstung tragen dürfen. Also, ja, wir haben halt auch noch ein bisschen Rüstung. Nicht so, dass wir keine Rüstung dabei hätten. So, aber das hier können wir nochmal verkaufen. Das ist nur Quark, den wir mitschleppen. Wir haben so viele fucking 105er-Helme, ey. Hier ist ein 115er-Helm dann mittendrin plötzlich. Also, ist das nicht nach irgendwas Sinnvollem sortiert? Finde ich ein bisschen schade. Brauchen nicht so viele Rüstungen, auch wenn es leichte Rüstungen sind, brauchen wir nicht so viele davon. Ich kaufe jetzt mal den ganzen Kram hier. Den wir über haben. So, hier Snake Oil wollen wir auch noch verkaufen. Das Schlangenöl. Ah, hier können wir direkt das wieder mit Plus verkaufen. Ja, perfekt. So, Essen ist hier günstig. Ich nehme das oder günstiger. Ist bezahlbar. Und auf jeden Fall wollen wir hier ein paar davon mitnehmen. Ein bisschen Vorrat. Mal 4 gekauft, das sind 80. Ja, perfekt. Die Sommerzeit im Winter richtig Probleme machen wird, da die Sonne irgendwann um 11 oder so aufgeht. Die Winterzeit ist die richtige Zeit und würde im Sommer keine Probleme machen. Mir ist es... Ich wollte nur sagen, mir ist es relativ egal, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe, welche Zeit wir nehmen. Wir sollten nur eine Zeit nehmen. So, gibt es beim Waffenschmied was Geiles? Das Fencing Sword, weiß ich immer noch nicht, was es macht. Was es für Fähigkeiten hat. Und ich glaube, Military Cleaver will ich auf jeden Fall jetzt mal mitnehmen. Weil wir haben Leute, die echt gut cleaven können. Hier, Sono, that's your shit. Kriegst jetzt ein Upgrade, Sono. Wo ist es? Da. Ja, das ist ein fetteres Cleaver. Aber wir sind noch bei Stufe 2 Waffen, was echt nicht geil ist. Das Noble Sword brauche ich eigentlich nicht. Aber das Fencing Sword würde ich jetzt gerne mitnehmen, um mal zu wissen, was es ist. Ja, wir haben doch hier noch ein paar Schwertträger. So, das ist glaube ich was, was viel Inni braucht. Ich bin gerade blind, da.
So, hier. Lunge. Das hat normalen Slash. Das ist normale Attacke vom Schwert. Und Lunge. A swift lunge towards the target, two tiles away, followed by a precise thrusting attack to catch them unprepared. The faster you are, the more damage you do. Moves the user next to the target, ignoring zone of control, inflicts additional damage the higher the user's current initiative. Aha! Hört sich eigentlich ganz geil an. Ist auf jeden Fall ein usefulleres Ding als dieses Riposte hier. 35 bis 50, aber es ist auch ein bisschen zufälliger. 20, 75, 20, 85 und schlechter gegen Rüstung. Hat Lunge als Fähigkeit, springt... Ja, habe ich gerade gesehen. Danke, Xan. War ein Tick zu spät von dir. So. Wollen die Sachen reparieren, um es zu verkaufen. Bringen wir das auch mit. So, jetzt haben wir noch 7000. Jetzt würde ich, glaube ich, ganz gerne mal. Wir geben jetzt nochmal 5000 aus. Ich weiß, dass wir jetzt gleich kein Geld mehr haben. Nein, nicht Camp. Das war die Retinue. Ich wollte die Esel, den Esel kaufen. So, jetzt haben wir nämlich 27 mehr Slots. Und haben einen Esel. Da können wir auf jeden Fall auch mehr tragen. Das ist nicht ganz so schlimm, wenn wir ein paar Sachen drin haben. So, wir haben aber leider keinen Auftrag mehr. Das ist ein bisschen blöd. Also das ist was für einen Nimble-Dude, Nimble-Panzer-Dude mit hoher Ini. Das ist eigentlich eine Diebeswaffe dann, theoretisch, ne? Der Dieb hat, glaube ich, eine ganz... Haben wir noch einen... Ja, wir haben keinen Thief mehr, ne? Wir haben niemanden mehr, der Thief als Background hat. Kann ich nicht nachgucken, ob der Thief ein guter Stadt-Dude dafür ist. Weil der hat ja nicht so viel Ini, der hat nur 100 bis 110, aber es gibt ja ein paar, die richtig gute Ini haben. Hier ist keiner dabei. So, dann gehen wir mal nach Sudorbusch, ob es da was zu tun gibt. Brauche ich dann erstmal die nächste Ambition. Auf jeden Fall können wir jetzt auch wieder mehr nach Südosten gehen. Sind die eigentlich die sind instant wieder friendly mit mir? Habe ich anscheinend nicht allzu viel gemacht. Also, bin ja ziemlich egal. Die Südstaaten. Wenn man ein Taxi der Mist, ja, kann ich halt. Reinforced, Poisoned Oil. Ich könnte halt jetzt Large Quiver of Bowls machen. Den habe ich schon auf demjenigen, der hier mein einziger. Nee, habe ich gar nicht. Machen wir doch mal einen Large Quiver of Bowls. Und geben ihm das. Ich hab einen Curve of Arrows gemacht, ich Idiot. Gut, dass man 350 so auch einfach wegschmeißen kann. Meine Fresse. Ja, so kann man es natürlich einfach in die Tonne treten. Sein Geld. Das ist ja nicht so smart. Aber 97 ist ein guter Preis dafür. So, was haben wir hier für einen Auftrag? Wir wollen mehr bezahlt kriegen. Karawane nach Nordwesten. Kaiwada, das ist ein Stück weit weg. Brauchen dafür aber kein Essen. In 600er? Matisse the Lost? Er hat Quick. Plus Ini. Aber er hat kein Talent in Ini. Hat auch gute Fatigue, gute HP. Average Skill. Aber wäre halt wieder ein... Ich will, glaube ich, eigentlich keine Base-Kultisten aktuell mehr holen. Ich will eigentlich gute Leute holen, die dann zu Kultisten konvertieren. Und daher ist es Quatsch, noch mehr Kultisten zu holen. Aktuell. Ich habe das Gefühl, ich werde demnächst wieder Sachen verkaufen müssen. Ich weiß, der Preis ist hier nicht optimal, aber ich habe das Gefühl, ich laufe sonst gleich in eine Geld-Shortage rein. Deswegen nehmen wir das ja wahrscheinlich mal 870, zwei Tage nach Norden. Wir accepten und wir können aber dafür Essen verkaufen hier. Das hält noch 7 Tage, 10 Tage, 6. Dann verkaufen wir das hier, würde ich sagen. Und let's go. Machen die Karawanenmission.
Die nächste Ambition, dieses nächste Vorhaben. Blowing today and you feel like a good time for the spirit workers to start something new. You call the man. Where strongest coming around is to defeat another mercenary band in battle. Das haben wir schon geschafft. Also, das haben wir natürlich nicht abgeschlossen, aber wir haben es schon einmal hingekriegt. Bei dem einen gerade, da war ein Mercenary. Weil es war keine Mercenary Band, es war einfach nur eine Truppe von Söldnern. Ne? Zählt das dann auch? Also wir hatten diesen hier Transportauftrag, wo wir dann gesagt gekriegt haben, hey, hier, gib die Ware rüber oder kämpf mit uns. Und wir haben mit ihnen gekämpft. Und das waren Söldner. Oder, ja. Aber zählt das? Besting Orks in Battle, burning down some of their camps. Das sind 4 Camps von Orks killen. Sollte man eigentlich jetzt auf dem Level sein, wo wir das schaffen können? The Walking Dead, let us burn some of their lairs to the ground. Da komme ich potenziell in Necro-Servants rein. Puh. Ich glaube, hier kann ich später... Don't choose an ambition right now, you'll be asked to choose again after 3 days. Hier könnte ich halt keine von denen nehmen. Weil die abzubrechen ist halt scheiße. Besting Orks in Battle. Eine andere Söldnertruppe ist gerade schwierig, weil wir keine Crisis am Laufen haben, wo irgendwie Söldnertruppen gegeneinander fighten. Da wäre der Heilige Krieg besser gewesen. Und da müsste man halt echt suchen, wo die Dinger sind. Also Orks und Orks sind nicht so einfach zu besiegen tatsächlich eigentlich. Aber wir sind auf dem Level, wo wir das, glaube ich, trotzdem können. Also liebe Orks als Undead, als Necro-Servants, die komisch rumfliegen, glaube ich. Ja, oder wir greifen halt einfach mal random irgendeine andere Söldnertruppe an, die im Norden angeheuert wurde. Da könnte man das, glaube ich, auch abschließen. Söldner ist, glaube ich, berechenbarer, machen aber im Zweifel mehr Damage. War einfach nur, weil wir menschliche Gegner einfach schon eher getroffen haben. Wir gehen auf die Söldner. Wir gehen auf die Söldner, wenn wir hier einfach Aufträge machen sollten, mit denen noch eher über den Weg laufen. Denke ich. Denke ich, hoffe ich, wird schon klappen. 48 pro Tag. Wenn wir jetzt 600, 800 kriegen, dürfen wir maximal 3 Tage da hoch brauchen. Wir haben bei Anfang von Tag 174 gestartet. Mal drauf achten, ob es sich wirklich lohnt und ob die 2 Tage Voraussage stimmt. Anfang Tag 174. Das sind Brigands. Mit einem Brigand Leader, die werden uns also angehen. Ich, wenn sie einen Leader haben. Ja. Okay, okay, okay. Die haben aber auch, glaube ich, Rangies. Aber potenziell wollen die ja jetzt rankommen. Weil sie ja die Karawane wollen. Ja, die wollen uns aber erstmal abwerfen, die Schweine. Die Schweine wollen uns erstmal abwerfen, ey. Jetzt kommen sie da oben doch ran. Ach, die ist ja doch doof. Gut, dann kann da oben jetzt mal so Modo gleich richtig Riot gehen, würde ich mal behaupten. Da wurde wieder böse, böse Sachen geworfen. Also können wir hier erstmal rein. Die dahinter getroffen. Wie wird denn das ausgerollt? And misses. Abbruch, shoots a bolt and hits. Macht aber den dahinter. Mit weniger Chance. Aha. Geil. Ups. Falsche Taste. Achso, wir haben das Top. Wir haben nicht die Top-Besetzung in the works. Wollen hier nicht ransteppen. Ich denke aber, dass Masumoto da oben schon aufräumen wird. Celi ist aber, glaube ich, ganz gute Boy mit 38 Defense und fetter Rüstung. Ja, aber da sind. Ugh, da sind ja 2 ja, Rangy-Sachen dabei. Ugh. Stellt sich mal neben. So, Ben übernimmt dann da oben, würde ich sagen. So, du gehst nur dahin, damit du die Leute schon mal taggst. Sepp,
Boah. Du bist hier oben mit. Weil ich nicht glaube, dass da viel geholfen werden muss. Hier, Wuffi, du machst auch noch mit, du frisst die mal mit auf. Achso, das soll ich nicht tun, weil dann kriegen die XP, ne? Geil, einer down. So macht man das. Jetzt ist Ben dran. Ben sollte nicht so laufen, dass der... Doch, der kann trotzdem zuschlagen, ne? Dann lieber dahin. Wenn da einen reinläuft, kann er da zuschlagen können. Au! Das ist ekelhaft. Au! Es ist aber gar nicht geil. Noch so ein Ding Augenring, ey. Und der blutet. Fuck. So, hallo. Ben, geht da mal mit rein. Fast tot. M-Lane hat noch kein Perk zum Meer angreifen. Er hat noch keinen Berserk. Hören die aufhören, die Scheiße zu werfen. Meine Fresse. Ist ja ekelhaft. Oh, jetzt könnte unser Rangy sterben. Uff. Weil er echt spät dran ist inzwischen. Und die bis da hoch snipen dürfen. Habe ich nicht gut hingestellt. Also es tut mir leid, Abbruch habe ich da echt dumm platziert. Nicht drauf geachtet. So, aber jetzt gehst du erstmal hier hin. 70, 50. Schade. Batz. Du da unten. Oh, oh, oh. Wie ein One-Hit. Ja, jetzt mit dem Ben die Sachen geklaut. Glaub, sagt. So, du gehst mal hier hoch und schießt den an. Da bist du nämlich auch außerhalb von den ganzen Leuten. Blutest noch ein bisschen vor dich hin. Passiert. Du bist gefährlich. Hier noch ein Hund mit rein. Dass sie schnell rumkriechen, damit hier keiner irgendwie gefährdet ist. So. Code Blue, viel Spaß. Danke fürs Reinschauen. So, die Hunde werden das ja da oben schaffen, deswegen rufen wir mit dem schon mal hier rum. Oh, das war dumm. Das war ja ein Gegner. Ich dachte, wäre hier unsere Linie voll. No. Das war richtig dämlich. Oh, du blutest nicht mehr, aber du hast irgendwie... Moment. One hit point each turn in combat. Irr. Das ist ja absolut widerlich. Will hier bei Tomorrow. Kaputter Nacken. Hat auch 19 Runden demnach. Die Sau. Ja, Wuffi, beiß sie. Aua. Moment, bist du nicht Nimble? Das 60 Defense, er hit einfach zweimal. 30er Rolls. Zweimal hintereinander. Absolute Frechheit. Mal den schon mal oben, damit er unseren Rangy-Dude hier nicht trifft. Also Backliner. Au! Alle waren schlitzerig, ey. 95, 95, 80, 95. Boah, dann 95 mit da rein und treffe natürlich gar nicht. Moment. 95 haben 100 gerollt, ey. Ich könnte so kotzen. Ja, das war klar. 85, 49, weil too close, ne? Ah, nee, Arm of the Shield. 65. Schade. Ruhig den Kill abholen dürfen. Dann mehr erstmal den und dann hauen wir dem hier noch einen rüber. Oh, damit. Hätte ich gern gemacht. Hat nicht funktioniert.
Wer ist dran? Du bist dran. Ja, wir müssen mal hier unten rumlaufen jetzt. Wir müssen mal hier unten reinlaufen. Das wird ja hier ewig nischt. Ja, du bist nicht dran. So, der ist jetzt langsam down. Sehr schön. Der Hund zerbeißt den Range Dude. Der Hund hat den zerbissen. Das ist ein bisschen schade, weil er wird die XP geteilt. Auf 3 Leute mehr, als wir es nötig gehabt hätten. Und die schießen inzwischen auf die... Oh. Also, das finde ich frech. Das war schon wieder ein 30er-Hit oder sowas, oder? Der 36er, der getroffen hat, ey. Also Danjushka wird hier hart gefistet. So, da ist ein 81er, der hittet. Danke. Hätten vielleicht doch lieber overwhelmen sollen. I'm not sure. 53, 30, 65, 65. Nehmen wir mal dem. Der rennt, geil, der greift unseren Dudas nicht mehr an. Der schielt, der ist halt gleich dran. Der wird M-Lane ein bisschen reinpieksen in den Body. Mal ehrlich, das könnte ein Problem werden. Ja, da ist der Body-Piekser. Au! Armer Ben. So, machen wir hier Leute platt. Stimmen hier noch ein paar mehr Leute. Dich zerstören wir mal. So. Was? Sexy hat geblutet? Sexy hat geblutet! No! Ich laufe schon mal durch mit Sepp. Dann übernehmt ihr das. So nebenbei die Leute mit zerschnetzeln beim Runterlaufen. Einer rennt hier. Nicht so smart, mein Boy, da zu rennen. Ich würde sagen. Ja, der Wuffi scheint den hier unten nehmen zu wollen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. 95, 78. Du bist halt echt gefährlich, ne? Und du rennst eh schon, dann nehmen wir auf dich. Hat leider nicht so viel gebracht, wie ich mir gewünscht hätte. Dann overwhelmen wir dich 3-mal, damit du nicht hitten kannst. Minus 30% Skill. Da war jetzt immer noch ein 35er Roll, den er zumindest mal nicht getroffen hat jetzt. Bin ich okay. Also wir haben den 78er auch nicht getroffen. Unschön. Ups, das war die falsche Richtung, die ich geklickt habe. Wo habe ich in die falsche Richtung geklickt? Ja, das stirbt irgendwie noch ein bisschen schnell. Was? Einmal in den Korb. Da hat Topsy direkt gekillt. Dass der hier noch Bock hat, ey. Der wundert mich echt. Hallo. Das wird, glaube ich, einer der gelieft, der Brigand Raider. Das ist okay. Der darf gekillt werden. Das ist völlig fein für mich. Ja, Wuffi, genau. Hol uns den letzten. Danke. Guter Hund. Guter Wuff. Also, die Hunde gehen schon eher auf die Range, auf die Backlines. Das finde ich eigentlich ganz geil. Haben wir sie sinnvoll trainiert? Batz! Nice one. Wenn rumgedolcht wird. Lobs hockt. Aber du wirst eh nicht mehr kämpfen können. Du stirbst langsam vor dich hin.
So, Sepp nochmal dahin ziehen. Das war eine Blutung. Sehr geil. Da wird nochmal reingedolcht. Der versucht zu laufen, der Vollidiot. Nö, nö, wir wollen die XP haben. Geht hauptsächlich um die XP an der Stelle. XP, XP, XP. Ach, der Hund hat ihn wieder zerbissen. Also wir haben ein bisschen XP verloren, weil die Hunde ganz schön viele gekillt haben. Leicht suboptimal. Aber passiert, was sollen wir machen? Der nicht. Aber 200 XP, 300 XP, ja, geht trotzdem. Also war es trotzdem ein geiler Fight dann. So, jetzt können wir natürlich einfach alles mitnehmen, aber jetzt 126 Slots haben. So, nur ein bisschen gucken. Ja, die geht's halt nicht gut, ne? Minus 15% Hitpoints, so Heal by Tomorrow. Das hätte ich ganz gern von dir. Ausdauerproblematik hat man schon ein bisschen, ne? Ach, das ist jetzt wieder plus 2. Ich will nicht plus 2 Ausdauer nehmen, ey. Das sackt doch Balls. Das sackt doch Balls. So, hier Armbrust, Crossbow, Firearms. Go. Dann haben wir hier noch ein Sonics Level Up. Ach, plus 1, ey. Die nehmen wir trotzdem, weil es immer noch ein Melee Defense ist, aber plus 1 ist halt echt, echt traurig. Traurig, traurig, traurig. Ich glaube, so wie ich dich, ja, du wirst, glaube ich, eine fette Sache anhaben, deswegen nehmen wir noch Brawny. Dann hast du 80, dann können wir dir nämlich eine fette Rüstung anziehen. Wir hatten ja doch noch eine dickere Rüstung übrig. Du hast nämlich einen 90er, da können wir dir auf jeden Fall eine 10er schon mal geben. Dickere Rüstung hat man nicht, aber dickeren Helm hat man auch noch, 125. 140, da sehe ich dich. Ja. Ja, 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 ja. Die Sachen brauchen wir alle nicht reparieren. Das würde ich gerne reparieren. Und das. Und das. Und das und das. Aber die anderen Sachen reparieren wir eher nicht. Haben wir jetzt Leute, die verletzt sind, drin? Yes, haben wir. Dann wirst du ersetzt. Und weiter geht's. Die wurde einfach mitten im Wald gefightet. Ah, da haben wir schon mal 15 Kopfgelder gekriegt. Das ist ja geil. Das sind einfach 200 obendrauf extra. Geil, dass angegriffen wurden. Fett, 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 fett. Fett, 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 ich bin ein Moped. Weil es nicht offensichtlich war. Aber noch einen Fight brauche ich jetzt eigentlich nicht. So, irgendwo müssen dann auch meine... The Darkness Surrounds Me, Black Flat, Abbruch the Cultist oder Jean the Cultist. Abbruch ist unser einziger Ranged. Ich glaube, Jean, wir werden dich opfern.